Es sind wirklich, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, ob ihr Mütter seid, ob ihr Väter habt, aber ihr müsst auch gar keine Kinder haben, um zu wissen, dass hilflose Kinder sterben, die keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ihr wisst, ihr seht's ja, ihr seht es alle. So, und da muss man sich auf keine Seite stellen, da muss man nicht pro Palästina sein oder pro Israel, aber es ist einfach im Moment unmenschlich, was passiert. Und ich finde, so ein Stream, in dem wir sagen, diese Religion ist nicht richtig oder diese Religion ist nicht richtig, trägt meiner Meinung nach nicht dazu bei, den Frieden für diese Welt zu sorgen. Also das ist nicht der Sinn. Es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene Menschen. Das wird es immer geben. Das gab es vor Tausenden von Jahren. Das wird es immer geben. Wichtig ist, dass ihr euch respektiert, dass es einfach irgendwann ein Ende hat. Denn ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Kinder und um die Zukunft aller Kinder. Ja, aber schau mal, du sagst ja Frieden, ne? Und dass das alles ein Ende hat. Das wird aber erst passieren, wenn der Herr Jesus Christus zurückkommt, ja, und diese Welt gerichtet wird aufgrund der Sünde. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Nicht ein Schwert wie im Dschihad, wie im Islam, sondern das Schwert Gottes ist das Wort. Und dieses Wort ist so scharf, weil es direkt vom Mund Gottes kommt, ja. Und das ist damit gemeint. So, und Okay. der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen, mein Wort. Und es trennt Mark und Bein, es trennt die Geister. Es ist ein geistiger Kampf auf dieser Erde, Licht gegen Finsternis. Gott, der alles getan hat, Mensch geworden ist in Jesus Christus, auf diese Erde kam und sein Leben gab für alle Sünden dieser Welt, für jeden einzelnen Menschen und am dritten Tag auferstanden ist. So. Dann gibt es den Teufel, der all diese ganzen Lügen in die Welt gebracht hat, wie Religionen und so weiter und so fort, ja? Und deshalb ist es so, dass es ein geistiger Kampf ist. Es hat nichts mit Politik und alles das zu tun. Das ist nur ein Vorwand, um in dieser Welt den Menschen etwas zu geben, woran sie schauen können, ja, wegen Politik, wegen Macht, wegen dies. Nein, es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Der Teufel allerdings will den Menschen mit aller Macht mit sich in die Hölle reißen, weil der Teufel und seine Dämonen, die haben keinen Raum zur Buße mehr, so wie du und ich und alle Menschen. Der Teufel, sein Schicksal ist besiegelt. Er kommt in den Feuersee. Aber alle anderen, die Jesus Christus ablehnen und in ihren Sünden sterben, sie werden auch gerichtet werden müssen. Warum? Weil Gott kann mit Sünde keinerlei Gemeinschaft haben. 0,00. Deshalb brauchst du die Vergebung durch Jesus Christus allein. Es hat nichts mit Politik und all diesem Quatsch zu tun. Das ist nur Ablenkung. Aber die Bibel spricht klar und deutlich. Und alles das, was passiert, steht schon in im Amos, 1. Kapitel. Da steht Gaza, da stehen die Philister. Dass dort brennen wird, dass es dort Krieg geben wird, das steht schon alles fest. Das ist jetzt sind wir in der Zeit, wo der Mensch, der einzelne Mensch, dringend im Herzen nach Wahrheit suchen muss, weil es dauert nicht mehr 350 Jahre, bis der Herr Jesus Christus zurückkommt. Wir leben in der Endzeit. Also macht euch Right, Gedanken über eure absolut. Endzeit. Und Okay, etwas zu dir, gut, ich Daniel, verabschiede okay? mich jetzt, Leute, ne? Dann Okay, euch noch einen Tanita. schönen Also, es Tag. hat mich gefreut, dass du da warst, Tanita. Und Danke. bitte, ich würde dir empfehlen, du bist wirklich ein Herzensmensch. Das höre ich raus. Und ich merke auch, Ja. dass du innerlich auch dir ein bisschen Gedanken machst. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich dir nur empfehlen, bitte lesen und verstehen. Das ist das, was ich dir Ja. mitgeben kann. Und Okay. verstehen Genau. auch, was du lesen tust, ja? Und wenn du lesen tust, ich gebe dir nur einen einzigen Tipp. Lies bitte die komplette Sure 9 durch. Und du wirst wieder Ja. zu mir kommen und sagen, okay, ich weiß, was du meinst. Lies dir die Okay. komplette Sure 9 durch. Mache Okay? ich. Danke, schönen Tag Alles euch noch. klar. Danke, Ja, schönen Tag noch, Anita. ciao. Danke, ciao. Anita. Gottes Tschüss. Segen. Ciao, ciao. Vielen Violetta, du hast eben was sehr Schönes gesagt. Im Wort steht ja auch drin, ne? Der Weg ins Verderben ist breit und Dank. Genau. lang.
Ne? Und der Weg zum Herrn ist schmal und schwer, ja. Und das ist ja momentan das, was passiert, ja. Schau mal, wenn man die ganzen Kommentare mal liest oder das, ja, desto mehr man angegriffen wird, desto mehr sind wir ermutigt, noch mehr für sie zu beten, noch mehr Segenregen zu geben in dieses Land. Das ist sehr wichtig. Die meisten verstehen das nicht. Die denken immer, oh, was in Palästina passiert, ja, das wäre uns egal. Das ist uns gar nicht egal. Wir beten. Was meinst du, wie viele Millionen von Christen für Palästinenser beten und für, weil wir wollen keinen Krieg, wir sind nicht für Krieg, wir sind dafür da, dass die Menschen die Errettung bekommen und dafür beten wir. Wir sind nicht jetzt, was weiß ich, für die Juden da, sondern bei uns geht es darum, um die Errettung. So, möchten wir Kriege? Natürlich nicht. So, und für mich ist ein Muslim, was weiß ich, ein Hindu oder das, das ist egal. Ich bete für jeden Bruder, der es aber auch annehmen möchte. Ja, so, für den Krieg, wie viele Millionen von Menschen beten, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das aufhören soll. Ja, Amen. Jetzt habe ich mit dir geredet. Flex, ich will dir und den Leuten etwas zeigen. Gleich. Ja. Du kannst gleich reden, Bruder. Ganz kurz. Pocahontas, womit können wir dir helfen? Gottes Segen euch. Und Gottes Segen, Pocahontas. Womit können wir dir helfen? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar beschäftigt mich ja momentan der Konflikt sehr. Ich bin selber halt Palästinenserin, bin Christin. Du bist Palästinenserin und bist Christin? Genau. Okay. Wow, Sister, welcome to the boat. Dankeschön. Hast du Familie drüben? Das weiß ich nicht so ganz. Ich war im August da in Jerusalem. Dein Mikrofon ist ganz schlecht. Dein Mikrofon ist ganz schlecht, Schwesterherz. Hört man mich jetzt besser? Ja. Jetzt besser. Jetzt besser. Okay, ich glaube, Ihre Verbindung ist nicht so gut gerade. Das ist sehr wichtig, dass die jetzt hier drin ist. Ich glaube, wir werden gleich mal ein Gebet dafür machen. Ja. Auf jeden Fall. Bilal, das hört sich an, als willst du hier ein Gebet halten für uns alle. Gerne, mein Bruder, gerne. Ja. Gerne. Ja, ich glaube, ihre Verbindung ist gerade schlecht, aber ich glaube, sie hat jetzt wieder eine Anfrage gestellt, glaube ich. Jetzt gucken wir mal. Weil wir haben so viele Menschen, die hier eine Anfrage stellen. Ich kann nicht alle hochholen. Das geht leider nicht. Moment. Oh mein Gott. Ja. Das kannst du mit runterwerfen. Ich gehe raus und Gottes Segen. Sammy, gehst du raus? Ja, weil du sagtest, du hast so viele Anfragen, du kannst nicht alle annehmen. Nein, Sammy, bleib hier oben. Nein, Sammy, du rennst jetzt nicht weg, du bleibst jetzt hier. Wegrennen tue ich nicht, aber ich sag mal so, in 20, 30 Minuten maximal muss ich halt selber raus. Okay. Muss mein Kind von der Kita holen. Ja, alles gut. Ja, wie du willst. Wie du willst. Ja, jetzt Pocahontas, jetzt hören wir dich. Super, Entschuldigung. Und zwar, was mir ganz doll auffällt als Christin, ich folge ja vielen christlichen Streamern hier auf TikTok. Und was mich auch sehr traurig macht, sind nicht alle, aber einige christliche TikToker. Hast du Kopfhörer gerade? Ja. Hast du Kopfhörer? Hört man mich? Dann musst du die Kopfhörer rausmachen und reinreden, weil deswegen bist du so gedämmt. Jetzt geht's besser? Ja. Schon viel besser. Super. Way better. Okay, und was ich sehr traurig finde oder ich auch beobachte, dass so eine kleine Bewegung in Anmarsch kommt, die ja so verallgemeinert, also gar nicht christlich. Und das sind große TikToker, mit denen einige, die hier im Stream sind, auch live gehen. Und ich fand es ja gerade schön, dass man sagt, ja, wir beten ja auch für die Palästinenser. Aber dann frage ich mich, wieso man gerade bei diesen TikTokern, die wirklich das ganze Volk nehmen und sagen, man sollte die ganzen Palästinenser wegbomben und so, dass man da als Christ nichts sagt. Das finde ich sehr traurig. Es ist so eine Bewegung und da wird. Wer sagt sowas? Zum Beispiel wird der W. Gerald, mit dem du auch ganz oft, Violetta, live ganz bist. Ich war dreimal mit dem live, vielleicht mein ganzes Leben. Naja, du hast schon oft mal mit ihm doch gesprochen. Und, Okay, Tisi, kein Problem, bis später, Tisi. Also,
Es ist jetzt auch kein Angriff. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie oft du mit ihm live warst. Ich kann Menschen nicht direkt verurteilen, will ich auch nicht. Ich darf mich nicht verurteilen. Man muss die Geister berufen. So. Also das genau. Kann ich sagen, mit denen hast du oft geredet. Das heißt jetzt nicht, dass ich diese Meinung teilen muss, nur weil ich mit ihm gesprochen habe. Also schön langsam bitte, ja? Dankeschön. Violetta, wir hatten auch schon mal geschrieben wegen diesem Thema. Da war das noch gar nicht aktuell. Okay, warte mal. Pocahontas, um was geht's jetzt? Haben wir jetzt das Thema, was wir jetzt hier haben, oder geht's jetzt wieder um private Sachen hier? Nein, nein, es sind keine privaten Sachen. Es ist genau um das Thema, was hier geht. Es ist genau das, was auf den Straßen los ist. Dass alle Palästinenser in einen Topf geworfen werden. Und ich als Christin finde das sehr schade. Und ich finde, man sollte da schon eine ganz klare Haltung haben und differenzieren. Ich als Palästinenserin, obwohl ich Christin bin, die erste Frage, die mir gestellt wird, was ich von der Hamas halte. Das sind so Sachen, finde ich, man vermischt da einfach zu sehr, und ich würde das so toll finden, wenn man da aber auch wirklich eine klare Linie zieht. Aber eben weil du christliche Palästinenserin bist, habe ich auch sofort gefragt, hast du Familie drüben? Weil mich jetzt persönlich einfach interessiert hat, hast du christliche Familie drüben? Wie steht ihr zu Hamas und wie lebt deine Familie da als Christ? Ja. Also das wäre jetzt auch meine erste Frage so, und das ist komplett unabhängig von meiner Religion, weil ich, wie ich jetzt schon öfters hier in dem Leise, ich habe kurz erwähnt, wie, wo, was mein religiöser Werdegang oder Situation ist, aber rein theoretisch rede ich darüber nicht, weil ich eben genau diese ganzen Kommentare, die dann sofort losgingen, vermeiden will, und ich möchte mich unterhalten mit euch als Menschen und auf einer wissenschaftlichen und sachlichen Ebene, basierend auf möglichst Fakten. So, und deswegen würde ich auch einfach gerne wissen, so wie lebt man als christlicher Palästinenser in Palästinenser, Palästinenser in Palästina, als Christ in der Situation, die da gerade herrscht, und wie steht man zu Hamas? Also das hätte ich dich jetzt auch in jedem Live, wo du gekommen wärst und das gesagt hättest, hätte ich auch sofort gefragt, sorry, aber so, das interessiert mich jetzt einfach wirklich. Also ich weiß nicht, ob unsere Familie noch da sind. Wir kommen ursprünglich aus dem Gaza. Wir sind sehr verstreut. Ich war das erste Mal im August da dieses Jahres und habe mich mit vielen Palästinensern unterhalten, christliche wie auch muslimische. Und ich kann dir nur das sagen, was sie mir gesagt haben, dass es da keine Unterschiede zwischen einem Christen und einem Muslim gemacht wird. Also da gilt, bist du Palästinenser, wirst du quasi auch dann dementsprechend behandelt. Nicht überall, ne? Aber schon, man merkt das schon. Das ist das, was mir der Staat, die Politik, dass man wirklich einfach nur separiert, wer ist Palästinenser, wer ist Israeli oder Zionist. Hast du meine Frage verstanden? Ja. Okay. Aber etwas bringt mich gerade ein bisschen zum Nachdenken. Also, Pocahontas, nimm's mir nicht böse, wenn ich habe jetzt auch kein Vorurteil oder so, aber ich höre ganz leicht zwischen Wahrheit und irgendwie eine Lüge irgendwie. Das darfst du aber bitte nicht böse nehmen. Du bist Christin. Genau. Du bist Christin. Genau, ich bin halb Polin, halb Palästinenserin. Ich bin christlich erzogen worden, katholisch erzogen worden, habe mich irgendwann mit meinem Glauben auseinandergesetzt, bin aus der katholischen Kirche rausgetreten und gehöre keiner Konfirmation an, sondern folge einfach Jesus Christus. Also ich halte mich an die Bibel. Und wie gesagt, ja, war im August im Jordan. Aber die Frage ist, was halten denn deine Eltern davon? Weil deine Eltern sind wahrscheinlich muslimisch, oder? Meine Mutter ist christlich, mein Vater ist muslimisch, ja. Aber das passt doch gar nicht zusammen. Was sagt dann dein Vater dazu, weil sie ja Christin ist? Das ist für ihn gar kein Problem. Weil wie gesagt, jeder Moslem ist ein radikaler Moslem. Ne? Es gibt genauso wie Namenschristen gibt es auch Moslems, die in diese Religion reingeboren werden, aber sie doch eventuell auch gar nicht praktizieren. Ja, ich weiß noch damals, meine Ex, der Vater wollte, dass ich die Schahada ausspreche. Ich weiß es noch. Und ich habe gesagt, nein. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, I'm not gonna speak out the Shahada, weil ich weiß nicht, was das ist. I don't know. Ja, ich rede von und der wollte, dass ich die Schahada ausspreche. Und dann habe ich gesagt, nein. Der wollte dich veräpfeln kurz, ne? Der wollte mir kurz Gehirnwäsche geben. Nein. Nein.
Wenn ich noch ganz kurz eine Sache dazu fügen könnte. Wenn ihr Lust habt, wirklich mal zu erfahren, wie es für einen Palästinenser ist, da zu leben, wie es gerade für ihn der Konflikt ist. Hier bei TikTok ist Bejet, der kommt aus Ramallah, der ist vor Ort. Er versucht aufzuklären, friedlich. Wer Lust hätte, kann ja mal in seinen Stream gehen und sich das dann mal angucken oder Fragen stellen. Er geht da gerne auf Fragen. Okay, bist du hierher gekommen, um Werbung zu machen, Schwester Herz? Nee, ich bin eigentlich generell reingekommen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Weil ich beobachte das sehr, sehr doll. Und ich finde das sehr traurig, dass wenige Christen irgendwie darüber reden. Ja, okay. Darf ich kurz der Pocahontas was fragen? Gleich kannst du reden. Ja, dann Pocahontas, wie gesagt, dem bedanke ich mich, dass du hier hochgekommen bist und dass du uns das vermittelt hast. Und ansonsten wünsche ich dir einen sehr, sehr schönen Tag noch, gell? Danke, dass du mich hochgeholt hast und dass ich meinen Standpunkt vertreten konnte. Dankeschön. Gottes Segen euch allen, Violetta. Das war kein Angriff. Ich bin einfach im Herzen so gebrochen, so traurig. Und ja, aber wenn du die Bibel kennst, Pocahontas, dann weißt du, dass das alles geschehen werden muss, ja? Ja. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, verstehst du? Es ist geschrieben und all diese Dinge, die passieren, sie werden passieren. Und es ist wichtig, dass der einzelne Mensch noch zur Errettung findet und der letzte Heide, der zum Herrn findet, dass die Entrückung stattfinden wird. Es ist alles schon, alles wird sich erfüllen. Versteht ihr? Wir müssen für die Menschen beten, dass sie umkehren und den Herrn Jesus Christus erkennen und von Neuem geboren sind, sodass sie das Himmelreich erben können, laut Johannes 3,3. Und alles, was passiert, ist geschrieben worden. Verstehst du? Es ist einfach richtig. So. Man kann nicht dagegen sagen, so und so und das und dies. Ich bete doch nicht gegen das Wort Gottes. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ja. Du betest mit dem Wort Gottes und nicht gegen das Wort Gottes. Dankeschön, genau. Violetta. Sehr schön gesagt. Amen. Ja, das sollen die Menschen da rausholen, Gebet, weil wir haben einen geistigen Kampf. Es geht nicht um Politik und all das Weltliche, denn der Fürst dieser Welt ist der Satan. Und er hat all diese Dinge, ja, weil Gott ist allwissend. Er weiß genau, dass diese Spaltungen kommen werden, dass all diese Religionen in die Welt gekommen sind, dass diese Kriege passieren werden, dass Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, es steht alles geschrieben, Matthäus 24, Offenbarung mit dem Buch Daniel kombiniert, das Buch Amos, Jesaja, die ganzen Prophetien. Es ist alles so und es erfüllt sich eins nach dem anderen. Wir sind kurz vor der Entrückung. Es ist kein Spaß mehr, dass wir hier Rosinen rauspicken und irgendwie bla 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 machen. Wir haben keine Zeit für... Hey, Violetta. Funktioniert nicht mehr. Wir Dunkelhäutige werden ja als Rosinenköpfe bezeichnet. Ja, aber nicht beim Herrn Jesus Christus, sondern woanders. Ja, aber das ist das. Wisst ihr, wir haben keine Zeit mehr für dieses Spielchen. Was steht in Sahih al-Bukhari? TikTok-sportlich, scheißegal, was da steht. Es geht darum, dass Menschen Errettung finden durch Gebet und durch Evangelisation. Evangelium verkünden, geht raus, spricht die Menschen an, macht irgendwelche Prophetien pro, contra, ja, macht eine Liste, zeigt den Menschen das vor den Augen, macht irgendwie sowas, aber dieses Ganze, was steht hier und was steht da und bla bla bla, wir haben keine Zeit mehr dafür, Leute, das ist kein Spaß mehr, der Herr ist vor der Tür. Leute, darf ich euch bitte kurz etwas zeigen, das ist schockierend, das ist, also da werdet ihr eine krasse Gänsehaut bekommen und denken, boah. Gleich, lass mich mal kurz die Pocahontas verabschieden. Also Pocahontas, dann wünschen wir dir das Beste und bis nächste Mal, okay? Dankeschön. Okay, ciao, ciao. So Nehemia, ich mach dich gleich groß, lass mich erstmal andere Leute kurz begrüßen, die hier hochkommen und dann gerne, okay? Ich habe so viele Anfragen hier, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Jetzt haben wir hier einen Skeptiker. Den holen wir kurz hoch. Dann holen wir hier ein, keine Ahnung, der heißt Palästin. Okay, dann nehmen wir mal einen Palästin hoch. Mhm. Okay. Genau. Erstmal Palästin, wie geht's dir? Alhamdulillah. Wa alaikum. Wie geht's euch? Wa alaikum. Wie geht's euch? Wa alaikum.
Auch gut, auch gut. Okay. Auch gut. Ja, habt ihr Fragen an mich oder soll ich meine Fragen stellen? Oder wie läuft das? Welches Thema habt ihr denn? Stell du deine Frage. Naja, die Frage ist, wenn du zugehört hättest, ja, ist ja nicht böse gemeint, dann wüsstest du ja eigentlich, um was es ja hier geht. Um Palästina, ne? Oder nicht? Ja, hab ich mich gehört. Ja, es geht hier um Israel, Palästina, genau. Okay. Und ihr glaubt also, Hamas sind Terroristen, richtig? Die leben den Dschihad zu 100% aus. Yes. Was ist Dschihad? Oh. Erklär uns du das doch. Du bist doch hier hochgekommen. Also erklär uns doch, was Dschihad ist. Ich habe das Wort nicht benutzt. Ich habe ja das Wort nicht benutzt, sondern du. Erklär uns, was Dschihad ist. Ich habe das doch gar nicht benutzt. Du hast doch gesagt. Ja, und ich frage dich, weil du sagst ja... Ich weiß ja, es nicht. Erklär es mir. Ich weiß es nicht. Also wortwörtlich bedeutet Anstrengung. Wie bitte? Ich habe nicht gehört. Also wortwörtlich, wenn man das so wortwörtlich nimmt, dann bedeutet es ja nur Anstrengung. Aber man muss wissen, wie ist das gemeint? Dschihad, ich sag dir, Dschihad ist nicht Krieg. Verstehst du? Dschihad ist nicht immer Krieg. Dschihad ist den Schweinehund besiegen. Der größte Dschihad ist dieser Dschihad. Verstehst du? Kannst du das mal zeigen? Das ist der größte Dschihad. Nee, mir. Mach mal auf, Bruder. Ja, ich mach dich kurz. Kannst du mir bitte irgendwie aus dem Koran zeigen, dass der Dschihad... Ich bin wirklich nicht zu Hause. Ich bin echt nicht zu Hause. Ganz kurz. Aber dann kannst du ja nicht hier hochkommen und mit uns reden, wenn du nicht zu Hause bist und keine Quellen zeigen kannst, was Dschihad ist. Ich wollte ja nicht über den Dschihad reden. Nee, guck mal, du sagst ja, der Dschihad hat mit einem selbst zu tun. Von wo hast du das? Ich bin Moslem. Ich kenne meinen Islam. Ach so, okay. Aber von welcher Suche, von welchem Vers oder von welchem Hadith hast du sowas? Im Koran steht das. Im Koran steht das. Aber der Koran hat 604 Seiten. Ich habe den komplett im Kopf. Ich gebe dir 100 Euro per PayPal, wenn du mir zeigst, dass so eine Stelle aus dem Koran existiert. Bist du Araber? Nein. Okay, Jihad in Nafs. Das ist Jihad, den Willen zu etwas zu besiegen. Ja, okay. Falastin, ganz kurz. Wir wissen, dass jetzt es den kleinen nächste, und den großen Jihad gibt. Muss ich jetzt? Wir wissen, muss ich nein, nicht. Guck mal. Wir wissen, dass es den kleinen Dschihad gibt, den großen Dschihad gibt. Wir wissen, dass der große Dschihad ist, der mit sich selber ausgefochten wird. Und ach, der kleine Dschihad, er bestätigt das gerade. Ja, warte doch mal, bevor du jetzt den Morgen vor dem Abend lobst. Aber nein, wenn ich man lobe gar Dschihad nichts. Redet, ich muss ja nichts beweisen. Wenn man von Dschihad redet in der islamischen Welt, geht man immer meistens jetzt hier von dem Kleinen aus. Es geht um den Kriegsdschihad und verwischt jetzt nicht die Tatsachen. Ja, es gibt diesen großen Dschihad, den man mit sich selber führt. Wir reden aber über den Kriegsdschihad und jetzt lass uns mal diese Diskussion beenden. Wir wissen, was Dschihad ist. Wir wissen also nochmal, guck mal, es gibt den Kleinen, den Großen. Wir reden jetzt über den Kleinen, also, nennen wir ihn den kleinen also, Dschihad. Das macht ihn nicht weniger schlimm. Also lass uns mal beim Punkt bleiben und verwisch hier nicht die Tatsachen und verkauf uns bitte jetzt. Ich verwische keine Tatsachen, Freundchen. Dass man dich verwischt selber, okay? Und noch alles, ich habe doch gerade gesagt, ich bin gut, oder ich bin nicht. Ich habe doch gerade gesagt, es gibt verschiedene Dschihads, oder nicht? Es gibt verschiedene Dschihads. Ist Hamas für dich keine Terrororganisation? Wie bitte? Ist die Hamas nein, für dich keine Terrororganisation? Nein, ich frage euch, das war ja meine Frage. Ich sollte, für uns ist wolltet ihr mich was fragen? Jetzt stelle ich dir die Frage. Ich habe gesagt, Moment, für mich ist sie Moment. Eine. Wer hat ist euch die Hamas gesagt, für dich eine Terrororganisation oder nicht? Moment. Ist die Hamas für dich eine Terrororganisation oder nicht? Willst du zuhören oder nicht? Ich ja habe dir eine Frage gestellt und du kannst sagen, ja ist sie oder ja ist sie nicht. Pass auf. Wer hat euch denn gesagt, sie ist eine Terrororganisation? Ist die Hamas für dich eine Terrororganisation oder nicht?
Ist Israel für dich eine Terrororganisation? Nein, ist okay. Sie, nein, Israel ist okay. ein rechtlicher. Wir machen das jetzt ganz easy lemon squeeze. Er greift mich an. Ich, eine Terrororganisation ist oder nicht? Eigentlich wollte ich eine Frage stellen noch. Nein, und zwar, ich habe dir jetzt eine Frage gestellt und ich möchte von dir wissen, ob die Hamas für dich eine Terrororganisation ist oder nicht. Hamas, okay. Jetzt, Bruder Danielo, du darfst reden. Wir machen das jetzt so, weil sonst haben wir ein Durcheinander hier. Ja, auf jeden Fall ist die Hamas eine Terrororganisation, ganz klar. Und wir sehen, wie Israel sich verteidigt, von Libanon schon aus und auch von der Hamas aus. Es sind alles schiitische und sunnitische Bollwerke, die die Juden Nackentherapie verpassen wollen. Also richtig. Und noch was, noch was. Palästin, du wirst die Frage von dem Bruderherz, ich bin, beantworten müssen. Von dieser Frage kannst du jetzt nicht mehr wegrennen. Jetzt bin ich gespannt, ob du darauf antworten kannst. Allah. Wir sehen es ganz klar, wie der Allah auch mit den Ungläubigen umgeht, ne? Also für ihn sind es die schlechtesten Geschöpfe. Ich weise immer darauf hin, liest den Koran bitte ein. Jetzt, Palästin, let's go. Palästin? Allah. Jetzt. Bei Jesus, ich wusste nicht. Wie war die Frage nochmal? Ich habe jetzt, war zu leise. Der war zu leise. Alles gut. Nee, wirklich jetzt. Ich ziehe den Bruder vor. Ich ziehe den Bruder vor und dann kann er dir die Frage. Ich beantworte eure Fragen. Ist kein Problem. Ich ziehe den Bruder vor. Der beantwortet dir die Frage gleich. Wer denn? Der ich bin. Der Bruder. Der ich bin hier? Er beantwortet dir gleich die Frage. Noch 6 Sekunden und dann ist er dran. Alles gut. Jetzt, Bruder Herz. Was war denn seine Frage? Stell ihn die Frage nochmal, weil er hat dich nicht verstanden. Ach so, er hat mich nicht verstanden. Ja, er ist ein sehr, sehr lustiger Typ ist er. Wir haben jetzt alle herzlich gelacht. Er kommt, guck mal, pass mal auf, er kommt hier hin und will uns jetzt hier mit so diese wie sagt man, Verschleierungstaktik, ja, kleiner Dschihad, großer Dschihad, weißt du überhaupt, was Dschihad bedeutet, dies, das, jenes, als ob er hier mit jemandem redet, der erst seit gestern sich mit dem Islam auseinandersetzt, ja, guck mal, nochmal, es gibt auf diese Frage, entweder sagst du ja, die Hamas ist eine Terrororganisation, oder du sagst nein, die Hamas ist keine Terrororganisation. Die Frage ist simple as fuck. Fertig aus. Die ist so simpel, wenn ich die einem Kindergartenkind stelle, wenn er die Bedeutung kennt, dann wird er sagen, ja, ist es oder ja, ist es nicht. Aber anscheinend. Also, Palästin, again, du bist dran. Stummst du mich denn andauernd? Ich bleib ja schon ruhig. Nee, alles ja gut. Jeder hat Sprachrecht. Eine Minute. Ach so. Pass auf. Ich fange mal so an. Er will ja eine Antwort haben, richtig? So. Mein Freund. 30 Sekunden. Mein Freund. Wir sind, das Land wurde uns beraubt und wir verteidigen uns. Wie kannst du einen Verteidiger, einen defensiven Menschen, der in der defensiven Haltung ist, einen Terroristen nennen? Er verteidigt Land und Gut. Ja? Das Land gehört euch nicht, will ich nur noch mal klar sagen. Wenn du das ganze komplette Sure 7 liest, dann weißt du, dass das Land dir nicht gehört. Sure 7 im Koran, ich habe den Koran über 100 Mal gelesen, mein Freund. Ich bin Bruder Herz, schlag bitte die Verse auf, weil hier wird Takia gemacht. Ich mag das nicht. Hier wird Takia gemacht, ich mag das nicht. Bruder, ich bin, warte, wo ist der Bruder Herz? So, jetzt kannst du reden. Sandenaya, ja, kannst reden. Okay, guten Tag zusammen. Womit können wir dir helfen? Ja, mein Name ist Diallo Ibrahim Sandenaya, mein Spitzname. Ich bin Muslim. Ich sage euch alles
Wie geht euch? Alles gut, eure Familie? Meine Reden hier ist nur nicht über Palästina, nicht über Israel. Ich rede nur über diese Islam. Ja, weil ich bin Muslim, ne? Also, ich habe euch ein bisschen gehört, gerade eben, über dieses Thema Islam. Also, steht gar nicht über den Koran, was man sagt, dass. Okay, this guy is speaking about popcorn. So, no facts, no evidence. I can't speak with that kind of person. It's not going to work out. I don't want to listen to popcorn speech here. Okay, ich bin. Bitte Quellen. Bring die Quellen aus dem Koran, wo drin steht, dass das Land. Guck mal, ich bring dir eine Quelle. Ich bring dir eine Quelle, weil es zu dem Thema passt. Er redet ja von der Hamas, ja? Und wir lesen mal, welchen Hadith von Sahih. Ich hoffe, Falastin weiß, was Sahih bedeutet. Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, also Buch 52, Nummer 177. Er kennt sich ja so mit dem Islam aus. Also, Abu Huraira, Allahs Apostel, said, the hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say, O Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him. Okay? Und jetzt sagen wir das Ganze nochmal auf. Sammy. Sammy. Hola. Oh nein, Mann, ich will Schieß das nicht haben, ja? Oh. Ja, du bist jetzt hier, ich kann es jetzt nicht ändern. Was soll ich euch denn jetzt erzählen? Erzähl uns die Gummibärbande. Also, ich erzähle euch jetzt etwas anderes, und zwar mache ich mich jetzt gerade fertig, weil ich gleich meine Tochter von der Kita hole und dann mit ihr nämlich mit Familie verabredet bin zu einem nachträglichen Geburtstagsessen für mich. Mhm. Und ja, das steht heute so bei mir an, und ich bin generell für Frieden auf der Welt. Und ich hasse es, wenn Menschen sich bekriegen und Kriege führen. Ich habe eine kleine Tochter, die wird 1, und ich habe Angst vor Kriegen. Oh, das war jetzt zu. Ich mache jetzt Redebedarf auf 2 Minuten, und dann ist besser, Leute, ne? Dann kann Philistin und Bruder, ich bin, blende uns bitte diese Quelle dann auch gleich aus, dann, Bruderherz. Nehemia, Bruderherz, willst du loslegen, auch mit den Quellen? Bruder, ich hab gerade hier vor mir, aber ich kann die suchen, ja? Dann sprich ich dann später, ja? Alles klar, gut, dann mache ich die Suche, die Minuten gleich auf 2, und dann legen wir richtig los hier. Ja, dann können wir mit Quellen kommen. Und Philistin, bring uns bitte auch eine Quelle, weil ansonsten die Jungs sind kurz davor, richtig zu gucken. Und ich glaube, ja, we don't want that fire. Because the brothers are coming with evidence. So you need evidence too. Weil, without evidence, you are losing this conversation. Just saying. Weil im Koran steht, wir gaben das Land Moses, also den Kindern Israels. Ja. Yeah. Danielo. Genau, da kommen wir nochmal drauf ein, was er gerade gesagt hat. Das Land wurde auf jeden Fall Musa zugesprochen und gehört den Juden, so ebenfalls auch in der Bibel sehen wir es ebenfalls. Und ja, die Prophezeiung erfüllt sich auch vor unseren Augen. Wir sehen es ja gerade, Jerusalem und Israel ist umzingelt von feindlichen Herrschern. Und ja, mehr müssen wir da eigentlich gar nicht flexen oder irgendwas uns aus dem Kopf ziehen. Wir sehen es live vor unseren Augen, auch wie die islamische Welt da Terroristen unterstützt und Baklava auf den Straßen verteilt und zeigt, dass überhaupt gar kein Respekt vor Menschenwürde und vor Menschen, die da überhaupt sterben, TikTok-Sport. Mello, du hast alle Rechte schon. Deswegen an alle, die Mods sind, ihr habt schon Rechte. Also ihr könnt Leute stummen und alles machen, wie ihr wollt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was für Rechte ich euch noch geben soll. Ihr habt eigentlich alle Rechte. Also, bin ich erst dran? Ja. Ja, ne? Okay. Im Koran steht das nicht so, wie er das gesagt hat. Moses hat sie aus der Knechtschaft rausgeholt
Okay? Auf dem Weg haben sie ihn betrogen und sie wurden bestraft für die Verstreuung. Verstehst du? Weil sie Moses betrogen haben. Die haben zu ihm erstmal gesagt, da ist ein Volk drinne. Ja, da ist ein Volk drinne. Geh du mit deinem Gott. Quelle? Moment. Geh du mit deinem Gott. Ich habe doch gesagt, ich bin nicht zu Hause. Sonst würde ich den Koran sofort rausholen. Dann geh ist du das mit eine Philosophie Gott. Für uns alle. Das ist keine Philosophie. Das ist keine Philosophie. Ich erzähle schon keine Märchen. Kannst du mir glauben? Jedenfalls ist ja egal, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir wollen Quellen. Ist keine Philosophie. Ist keine Philosophie. Ist keine Philosophie. Ja. Junge, du bist Philosophie, sein Sohn von Sokrates bist du. Okay? Also. Sokrates! Ich hab jetzt, guck mal, nochmal auf Deutsch den Hadith, ja? Ich mach mal ganz schnell, weil ich werde auch gleich noch die Sure benennen, die der Danielo gesagt hat, dass das Land den Juden gehört. Okay, also der Prophet sagte, dass die Stunde nicht kommen wird, bis die Muslime die Juden bekämpfen und umbringen, bis der Jude sich hinter dem Stein und Baum versteckt und der Stein und der Baum sagen wird, oh Muslim, oh du Diener Allahs, dies ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und bring ihn um, bis auf Gargat. Dieser ist von den Bäumen der Juden, ja? So, ich gehe mal ganz schnell zur Sure, okay? Vers 21, Sure 5, Vers 21. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückgehen. Und da spricht er, und ich, in Vers 20 wird das vorher nochmal gezeigt. Und als Musa zu seinem Volk sagte, oh mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte. Der erzählt nur Märchen, Wallah, der erzählt nur Märchen. Ja, okay, stopp, warte, ich bin. Das ist dein Koran, das ist dein... Warte. Nein. Auf meiner Seite, alle auf meine Seite. Kurz. Da steht warte, er hat mir meine Redezeit geredet, Flexer. Er hat mir meine Redezeit geredet. Warte kurz, Leute. Du kannst gleich reden, Bruder. Ihr könnt gleich alle reden. Ich habe kurz alle gestummt. Bitte kurz, nur aus Respekt. Es geht gerade um Palästin. Palästin, das ist nicht böse gemeint. Ich habe dich hochgeholt. Du darfst reden. Das ist alles gar kein Problem. Du sagst jetzt, Wallah, der lügt. Du schwörst und lügst gleichzeitig, Palästin. Ja, du hast nicht mal eine einzige Quelle gebracht. Nicht mal eine einzige. Und das ist etwas, was ich an euch wirklich ums Verrecken hasse. Ihr schwört und lügt gleichzeitig. Der Kerl bringt Quellen. Der Bruderherz, ich bin, bringt Quellen. Er lügt nicht. Er bringt Quellen. Du hast geredet die ganze Zeit ohne Quellen. So kennt man euch. Ihr redet nur ohne Quellen. Bring uns doch eine Quelle und dann ist gut. Aber das ist Tahir, sein Vater. Bring uns doch Quellen, Mann. Dann ist doch alles okay. Dann glauben wir dir auch vielleicht, was du sagst. Aber bring doch eine Quelle. Jetzt könnt ihr euch entstummen. Bring eine Quelle, Palästin. Ohne Quelle, also no chance. Ich weiß ja, dass er gerade in meine Redezeit reingebrochen ist. Okay, er bezichtigt mich der Lüge. Koran, dein Koran, ja, Sure 5, Vers 20. Und als Musa zu seinem Volk sagte, wer ist Musa? Musa ist Moses, okay? Als ich Moses sage Musa. Zu seinem Volk sagte, zu seinem Volk, das sind die Israeliten, okay? Oh mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemand anderen der Weltenbewohner gegeben hat. Und jetzt folgt Vers 21. Oh mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat. Was ist los mit dir? Jetzt bring mir eine Quelle. Redest du jetzt gegen Allah? Bist du Allah? Sag mal, bist du schwer vom Verstehen? Du hast bist du etwas schwer vom Verstehen? Du redest gegen deine eigene Schrift. Verstehst du etwas schwer? Hast du Schwierigkeiten mit dem Verstehen? Ich habe doch gerade gesagt, gegen deine eigene Schrift. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin nicht zu Hause. Sonst hätte ich den Koran sofort rausgeholt. Bist du ein Munafik? Was? Weißt du, was Munafik heißt? Du machst aus deiner Schrift, was anderes. Ich habe dir deine Schrift vorgelesen gerade hier. Ich habe dir deine Schrift vorgelesen. Was hat das damit zu tun? Du hast das alles falsch verstanden. Also ich habe falsch verstanden. Ich habe nur vorgelesen. Sicher. Du verstehst hier falsch. Betreib deine Taqiya woanders, okay? Ich habe dir gesagt, was im Koran steht, ja, ob du es glaubst oder nicht, ist deine Sache. Nein, Koran ist das heiligste Buch.
Was? Ja, bring eine Quelle. Du stehst auf deinem heiligen Buch und du akzeptierst dein heiliges Buch nicht. Philistin, der hat das gerade vorgelesen. Ja, und? Habe ich nicht gerade... Warte, ganz kurz, alles stopp, alles stopp, alles stopp. Palästin, wann bist du wieder live? Moment, du kannst Moment. Mit uns dann jetzt nicht mehr weiterreden. Palästin, nein. You're gonna listen to me right now. Listen, my brother. Okay, first of all, we have no evidence. You're coming up here, you speaking, you bring no evidence, we can't speak with you. It's not gonna be possible to speak with you. Du hast keine einzige Quelle genannt. It's not going to work out. Okay, darf ich jetzt sprechen? Mhm. So. Bring eine Quelle. Wenn du, wenn du jetzt nicht kannst, dann brauchen wir nicht weiter reden. Moment, ich kann jetzt sofort nicht nach Hause. Wann bist du wieder online? Wann bist du wieder live? Ich bin vielleicht erst in den nächsten paar Stunden wieder da. Weil ich gehe jetzt erstmal raus. Ich verspreche dir, ich bin dir gefolgt. Ich verspreche dir, wenn ich dann zu Hause bin, in ungefähr 2 Stunden bin ich wieder zu Hause. Bis dahin bist du noch nicht live, oder? Du kannst jederzeit hier reinkommen. Ich bin erst dann heute. Nein, ich meine, ab Abend. Wann gehst du live? Ab wann? Weil dann wenn ich zu Hause bin, hole ich den Koran rein und dann komme ich bei dir rein. Ab 21:22 Uhr. Spät. Das heißt spät. Und ich habe eine Frage an Nehemia. Geht das? Ja. Ist das in Ordnung? Ja, aber ohne Quellen können wir eh nicht reden. Aber Nein. Nicht wegen Quellen. Er war Moslem, hat er gesagt, Ex-Moslem. Ja. Okay, sag mir mal Al-Fatiha. Oh, was ist das jetzt? Sag mir mal Al-Fatiha, nochmal eine einfache Frage. Also bei uns im Islam, ein 5-Jähriger kennt das auswendig. Ja, er musste dir nichts beweisen. Er hat dir genug bewiesen, du hast bis jetzt noch gar nichts bewiesen, also er musste dir nichts beweisen. Immer die Frage stellen, wenn einer sagt, dass er Ex-Moslem ist. Alter Schwede, das ist ja so lächerlich. Also erstmal leugnest du, dass Hamas Terrorist weil die Wahrheit jetzt ans Licht rauskommt, wir mussten verstehst du? Melden, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Jetzt wollen sie jetzt relevant. Richtige Takia machen. Geht auf sein Profil, meldet sein Profil. Er hat geleugnet, dass die Hamas eine Terrororganisation ist. Geht auf sein Profil, meldet sein Profil. Das ist strafrechtlich relevant in Deutschland und das ist eine Straftat. Okay, erstmal dazu. Dann kommst du hier hin und redest ohne Quelle. Und Ist das der Christ? Ich bin in 2 Stunden erst zu Hause und dann hole ich dir den Koran raus. Mach ich ja auch. Du bist der Lügner. Die Schrift du bist der Lügner. Du bist der Lügner. Schau mir doch mal in die Geschichte. Ihr redet hier von Terror und keine Ahnung. Ja, Jahil. Schau mir, du Haiwan, du Esel. Ja, sagst du mir Haiwan, was ist los mit dir? Gott soll dich segnen. Gottes Segen auf dich und deine ganze Familie. Meldet ihn und was weiß ich. Gottes Segen auf dich und deine ganze Familie. Der Monarchik, ich schwöre. Host, ich schwöre, guck mal, der redet mit 2 gespannten Indianern immer gesagt. Ich lache über dich. Ich schwöre, ich lache über dich. Du hast bewiesen, dass du bist wie jeder zweite Moslem, der je hochkommt. Ja. Ich bin wie jeder zweite Moslem. Ich komm doch nachher. Wo ist das Problem? Ich verstehe schon, dass du sauer bist. Ich bin der, ich bin. Ich habe doch gesagt, ich komme nachher. Habe ich nicht gesagt? Ich verstehe, dass dein Ego gerade gekränkt ist. Okay, jetzt, Danielo. Yalla, sag was du sagst. Du bist ein richtiger Pharisäer. Ein Chupa Chups Packung bist du auf jeden Fall. Du leugnest deine eigene... Chupa Chups? Ja, der ist eine richtige Chupa-Chups-Packung. Er leugnet seine eigene Schrift. Allah. Das ist traurig. Ich selbst als Christ muss sagen, traurig, dass er seine eigene Schrift leugnet. Hiermit bist du aus dem Islam draußen. Du kannst dich nicht mehr Muslim nennen. Du hast ehrlich hier allen 360 Leuten gezeigt, wie der Islam ist. Wie die ohne Quellen immer nur labern und labern und labern und gar nichts eigentlich parat haben und kein Wissen, kommt zum wahren Gott, das ist Jesus Christus und nur der alleine rettet. Und sonst niemand auf dieser ganzen Welt wird jemals deine Sünden von dir nehmen. Amen. Amen. Palästin? Ja, ich bin wieder dran. Wo ist die Cornflakes-Packung hin? Ach, da oben. Ich weiß, was ich habe an dem Islam. Der Islam ist perfekt, mein Freund.
Ja, der Islam ist perfekt. Ich habe vorhin gesagt, ich komme nachher und bringe euch Quellen. Ich habe von vornherein gesagt, ich bin nicht zu Hause. Und es ging mir auch nicht um dieses Thema. Mir ging es um das Thema Palästina insgesamt. Nicht um Hamas und nicht um Dings. Verstehst du? Ja? So. Und was den Koran betrifft, hätte ich das gewusst, dass ihr Quellen wolltet, dann wäre ich nicht reingekommen, ehrlich gesagt. Ja, wir reden hier nur mit Quellen, ohne Quellen und Transien. Weil ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Verstehst du? Und ich werde weißt, was du sagst, aber ohne Quellen. Ja, ich werde es dir beweisen. Ich werde es dir beweisen. Du wirst beweisen. Sammy, die Gummibärbande. Sammy, are you still here? You should take a break. Sammy, are you still there? Sammy. Tinky Winky, Dipsy, la la, Po, Teletubbies, 1, 2, Tim. So sieht mein Alltag aus, er weiß Bescheid. Ja, ich mache halt die Flasche von meiner Tochter. Oh Mann, Leute, ein bisschen Spaß muss sein, Mann. Ich befülle jetzt die Flasche mit frischem Tee und dann verlasse ich euch so in 3 Minuten. Oh je, okay, jetzt ist der nächste, glaube ich, oder? Alles gut, ja. Okay. Nehemia. Ich wollte etwas sagen. Ich wollte euch zeigen, also er steht, also wir wissen ja, dass im Koran komische Dinge stehen, ne? Aber als ich das gelesen habe, ich dachte mir so, ey, wie kann man so viel, also ich dachte, what are you talking about? Ich habe mich totgelacht. Und zwar, Allah dachte, dass wir Christen denken würden, Abraham und seine Söhne und seine Stimme wären Christen gewesen. Dort steht, wollt ihr etwa sagen, Abraham, Ismael, Isaac und Jakob und die Stämme seien Juden oder Christen gewesen. What are you talking about? Welcher Christ sagt, Abraham war Christ? Das steht in 2, Vers 140. An die Leute, ich muss das ganz kurz erwähnen, der Nehemia hat ein bisschen Probleme mit der Sprache, also mit der Stimme. Macht euch nicht lustig drüber, denn passt auf, dass es euch nicht widerfährt. Denn es ist etwas, was er hat und das muss man respektieren. Ja, und wir lachen ihn hier nicht aus dafür. Okay, Leute, will ich nur mal erwähnen. Respekt haben, bitte. Good, okay. Ganz genau. Also, guck mal, nochmal an den Falastin. Wir sind hier bei Flexer Live, ne, und nicht bei Brüder Grimms Märchenstunde, dass du hier hinkommst und philosophierst und ohne Quelle redest. Wir kennen das. Jeden Tag dasselbe. Du bist nicht anders als deine Brüder und deine Schwestern, die hier hochkommen und ohne Quelle reden, ohne irgendetwas. Wir reden mit Quellen. Ich habe aus dem Koran vorgelesen. Nochmal, Sure 5, Vers 20 und 21. Lest euch das selber durch und dann guckt, wer der Jahil hier ist. Ob ich ein Lügner bin oder ob er ein Lügner ist. Er kann nichts anderes. Will er jetzt einen neuen Koran schreiben in 2 Stunden. Okay. 1 Minute ist ein bisschen zu kurz, aber ja. Hey, errettet, mein Bruderherz. Qatiluhum, yu'adhibahum Allahu bi'aydikum wa yakhzihim wa yansurakum alayhim wa yashfi sudur qawman mu'minin. Sadaqa Allahu al-Azim. وعندما لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضرب الرقاب Hört ihr mich gut? Wir hören dich gut, Bruder Herz. Und jetzt kommt einer, Palästin ist ein richtiger Taqiya, ein richtiger Lügner. Richtiger Lügner. Oh! Er weiß Allah. Ganz genau, er ist gegen sein Herz. Sein Herz weiß ganz genau. Und sein Herz ist der Lügner. Du bist der Lügner. Herz,
Lass ihn reden. Palästin, lass ihn reden. Sein Herr. Er beleidigt mich gerade. Er beleidigt dich gerade. Du bist der Host, ja, und du hast es zu verhindern. Warte. Nein, nein, das ist eine Beleidigung. Warte. Das ist eine Beleidigung. Warte. Er soll mich nicht Lügner nennen. Okay. Also. Okay. Okay, warte, er rettet. Er rettet. Moment. Sonst gibt's eine Anzeige. Mach Palästin. Palästin, die Anzeige Palästin, geht an dich, eine Frage. Der Hamas-Terrororganisation. Das halt doch mal die Klappe, Mann. Dein Profil ist schon gemeldet. Halt die Klappe einfach. Mach, was du willst, aber halt die Klappe. Guck mal, du sagst mir nicht, dass ich meine Klappe halten soll oder sonst irgendetwas. Du musst ich rede nicht mit Armenier. Einem christlich geprägten. Ich bin kein Armenier. Erkunde, guck mal, das zeigt deine Unwissenheit. Das zeigt tatsächlich, wie unwissend du bist, mich ein Armenier zu nennen. Und nicht falsch verstehen, liebe armenischen Brüder, ihr seid für mich Brüder und Schwestern, aber ich bin Aramäer und ich bestehe da drauf. Du hast ja gar keine Ahnung. Also leg dich bitte wieder schlafen, deck dich zu und mach Winterschlaf. Ist besser. Aber im Winterschlaf ist bitte nochmal dein Koran. Komm, deck mich zu, komm, deck mich doch einfach zu. Mal dein Koran. Ich bin der, ich bin. Komm, deck mich zu. Mit Fakten und komm mit Beweisen. Deck mich zu. Deck mich doch zu. Ja, gib mir deine Adresse. Schreib mir deine privat. Gib mir deine Adresse. Ich komme dich zudecken. Deine Nächstenliebe. Ich hab Nächstenliebe, aber nicht Nächstenliebe für den Antichristen. Nirgendwo in der Bibel zeigt ihr mir, seid, wo steht. Ihr seid die falsche Schlange. Du bist die falsche Schlange. Aber warum sind wir denn falsche Schlange? Ich habe gesagt, halt doch mal die Bibel zeigen, mal, wo ich andere reden. Wo ich Liebe für den Antichristen haben soll. Er ist ein Jahil, er betreibt Abria, er ist ein Übler, fertig. Ist das eine, ist die Verhältnismäßigkeit gegeben hier? Dann geh doch nicht hoch, sag dann geh mal. Doch runter. Ist die Verhältnismäßigkeit gegeben? Ist das das Christentum? Du bist doch hier hochgekommen. Ist das das Christentum? Sag mir mal los. Sei mal ehrlich, ist das das Christentum? Palästin, ist dein Ego gekränkt? Guck mal, er sagt okay. Nichts. Er sagt kurz, nichts. Stopp, ganz kurz. Er sagt ganz kurz, nichts. Ganz kurz. Stopp ganz dir doch kurz, mal. Palästin. Sei doch ein guter Christ. Palästin, warte kurz. Warte bitte kurz. Oh Allah. Warte doch kurz. Löwenherz erstmal, Bruderherz, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's mir gut. Mir geht's gut. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, was auch das Christentum betrifft, was mich wirklich interessiert. Ja. Der Unterschied, den würde ich ganz gerne wissen, weil den weiß ich selber nicht, von wiedergeborenem Christ. Und sage ich jetzt mal römisch-katholisch, wenn du an die christliche Kirche glaubst, wo ist der Unterschied zwischen einem wiedergeborenen Christ und, sage ich mal, einem römisch-katholischen Christ, so wie ich? Ich wurde ja römisch-katholisch getauft, habe jetzt tatsächlich die letzten Jahre, muss ich auch fairerweise dazu zugeben, mich nicht damit beschäftigt, halt Kommunion das letzte Mal und sonst an Weihnachten und so, also halt tatsächlich wenig von meiner Religion eigentlich. Deswegen würde ich mich tatsächlich sogar schon atheistisch bezeichnen, weil ich mich einfach wenig damit beschäftigt habe. Was mich aber wirklich interessiert ist, den Unterschied zwischen einem neugeborenen Christ und, sag ich mal, ein Katholik oder im Evangelium. Wir können dieses Thema ansprechen, aber nur, ich habe Angst, dass es jetzt komplett in Stress hier ausartet oder dass sonst gibt es hier wieder Spaltungen. Lass uns nur kurz bei diesem Thema bleiben, wo wir gerade sind, Bruder Herz, okay? Und dann können wir ein andermal drüber sprechen. Ach so, wenn das okay, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Was ist denn das Thema? Also vielleicht kann ich dazu was sagen. Wir reden gerade über Israel und Palästin und dass das Land auf jeden Fall Palästina zu 100% nicht gehört. Es ist auch im Koran ganz normal, wird auch darüber berichtet, dass das Land denen sowieso nicht gehört und wie gesagt, die Schriften lügen nicht. Genau, und ich denke mal, du selber weißt es ja auch, ne, dass es im Koran drin steht. Ne? Ich glaube in Sure 7 Vers noch etwas. Leute, ich verabschiede mich ganz kurz, bitte, ja? Ja. Ich bin raus. Okay. Ja, Sammy, Gottes Segen. Ich folge euch allen einmal und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Yes, ja, Sammy. Okay. Löwenherz, wenn du heute Abend live bist, ich komme hoch, dann können wir darüber kurz reden, dann erkläre ich dir das ein bisschen. Weil das und ganz kurz, das Thema ich bin, ganz kurz, mein Bruder, ich habe tatsächlich gestern
Hallo, wer ist da so laut? Ich habe tatsächlich gestern, das muss ich ganz kurz einsprechen, weil mir das persönlich wichtig ist. Ich habe gestern in meinem Live oder vorgestern was einige Fehler gemacht, auch in Bezug auf die Schwester Hope. Ich rede nicht über andere Leute, ich habe mit ihr telefoniert. Es ist soweit alles geklärt. Es war nicht nett von mir. Ich habe tatsächlich komplett die Übersicht verloren. Ich habe Leute, sie wurde beleidigt und ich habe nicht gehandelt. Ich wollte nur sagen, du kennst den Sibum ja auch. Ich kann das ansprechen. Der ist jetzt in meinem Stream für immer gesperrt. Er kann nicht mehr rein. Und ich habe das auch mit dem Moritz. Ich kenne Moritz, ist ja ein guter Freund von mir. Ich habe ja die Streams zusammen mit ihm aufgebaut. Wir machen das auch weiter. Die Schwester Hope wird, denke ich mal, auch bald wieder dazukommen. Ich habe mit ihr heute telefoniert. Sie ist natürlich enttäuscht von mir, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich habe mich da nicht loyal gezeigt, unkorrekt verhalten. Und ich entschuldige also mich schon mal hier in aller Form. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab die Situation nicht mitbekommen. Ich wurde gestern angeschrieben. Ich auch nicht. Also ich weiß von gar nichts. Genau, ich habe es auch nicht mitgekriegt, aber ich muss hier ganz ehrlich sagen und das sage ich wirklich von Herzen, weil ich dich so kennengelernt habe. Ich habe dich nicht als unfairen Menschen kennengelernt oder sonst irgendetwas. Du bist stets eigentlich fair, auch in den Streams. Du gibst jedem seine Redezeit und grätscht überall mit rein. Auch bei mir, wenn ich jetzt mal über die Stränge schlage oder sonstiges. Also ich weiß wirklich nicht, was da gestern passiert ist, aber ich weiß auch, dass du ein Mensch bist, der sich entschuldigt. Ja. Und ich nehme von dir die Entschuldigung, also ich meine, du brauchst dich bei mir nicht entschuldigen, aber ich würde sie sofort annehmen und ich denke mal, die Schwester Hope hat das auch in dem Telefonat gestern gemacht. Ja, so sie war sehr enttäuscht, sie war sehr enttäuscht und das kann ich verstehen. Ich kann die Situation ganz kurz erklären, weil das darf tatsächlich öffentlich gemacht werden, weil es öffentlich war. Sie wird da auch kein Problem mit haben. Der Sibum, wir alle kennen ihn, er hat die Schwester Hope als Kindermörderin bezeichnet, weil sie einfach Israelin ist und in der israelischen Armee ist und sie hat auch zu ihm gesagt, er ist Hamas-Unterstützer oder keine Ahnung was. Und dann hätte ich tatsächlich nach diesen Sachen, die da gesagt worden sind, den Sibum direkt sperren müssen, rausnehmen müssen. Ich habe ihn hochgelassen. Sie hat dann geschrien und gesagt, ich bleib dann nicht hier, wenn du das machst. Ich habe dann gesagt, lass ihn kurz reden. Dann war der Sibum, drin und sie war weg und das war ein Fehler. Ich hätte zu ihr stehen müssen in der Situation und jeder weiß oder jeder, der mich kennt, ich schmeiß auch Leute wie Roy runter, obwohl ich Roy auch eigentlich mag, die schreien. Ja. Ich mache das auch gegen meine eigenen Leute. Jeder, der sich nicht benehmen kann, fliegt runter, da mache ich keinen Unterschied. Ja. Also wer beleidigt, aber Löwenherz, eine Sache will ich dir sagen. Wir dürfen unsere Gemeinde, generell unsere Leute, die im Glaube sind, ja, die dürfen wir auf jeden Fall nicht, sagen wir mal, rausschmeißen. Warum? Weil wir haben mit denen eine Gemeinsamkeit, ja, wir haben denselben Glaube. Ja, aber die Dunkelheit, mit denen dürfen wir keine Gemeinsamkeit haben. Die kannst du ruhig runterkippen. Ne? Das ist so meine Meinung, so was ich dazu sagen könnte. Ich hoffe, ich habe jetzt vollkommen nichts Falsches gesagt. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich schmeiß mal Leute nie runter. Es gab ein, zwei Situationen, wo dann wirklich tatsächlich, wenn dann, ich weiß das ja, wenn man aus der Emotion redet, manchmal kommen Sachen dann einfach, um zu beruhigen. Ich tue die dann runter und sage, komm in 30 Sekunden wieder hoch, atme tief durch. So, weißt du, weil manchmal, du weißt, wie das bei mir ist. Ich bin, weiß auch, wie das bei mir ist. Manchmal schreien alle durcheinander und sagen dann auch, Löwenherz, nimm mal den runter, nimm mal den runter. Wenn ich dann aber gerade beispielsweise bei meiner Frau bin, weil es ja gerade nicht so gut geht, dann höre ich das nicht direkt. Dann kann ich nicht direkt handeln. Deswegen habe ich auch viele Moderatoren und so. Also wie gesagt, ich möchte jetzt auch kein größeres Ding. Ja, ich möchte jetzt auch kein größeres Ding rausmachen. Ich will nur sagen, ich bin kein schlechter Mensch. Ich probiere, dass es immer fair abläuft. Und ich würde mich freuen, dass die Leute, die mich schätzen und die mich kennen, dass sie auch, dass ihr, wenn ihr wieder in meinen Streams sein möchtet, seid ihr alle herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dir auch. Löwenherz. Ja, Löwenherz. Wann streamst du heute, Löwenherz? Ich muss gucken, ich heirate morgen tatsächlich. Oh. Und deswegen. Wow. Glückwunsch. Ich muss heute, komm live und dann machen wir eine schöne Spende für dich, Bruderherz. Nein, alles gut. Nein, guck mal, ich habe große Miete. Ich krieg als um Geld geht's mir tatsächlich nicht. Es geht um die Sache. Ich möchte tatsächlich aufklären. Wir haben sehr viele Probleme und darüber muss man reden. Es geht nicht nur um das Israel-Thema, sondern auch, dass es nicht sein kann, dass Juden Angst haben müssen, in unserem Land rauszugehen. Sowas darf in unserer heutigen Zeit nicht passieren. Das wollte ich jetzt auch erwähnen. Vor allem, dass hier in Deutschland, ja, werden Wohnungen markiert, ja. Ja, da musst du überlegen, wo wir angekommen sind. Ganz ehrlich, die Leute, die das machen, ein One-Way-Ticket back to the roots, wo du hingehörst, Alter. Ganz ehrlich, Alter. Dass die Leute hier in Deutschland schon bedroht werden, die Juden vor allem. Alter, das geht gar nicht, Alter.
Ja, auch die Leute, ich muss jetzt tatsächlich Schluss machen. Ich danke euch, dass ihr mich hier hochgeholt habt, dass ich mich kurz erklären konnte, weil mir das tatsächlich sehr wichtig ist. Mich bewegt so etwas tatsächlich, weil ich vom Herzen her gut erzogen wurde. Ich bin ein guter Mensch. Ich mag das nicht, wenn irgendwo Clinch ist. Und ich weiß auch, dass der Bruder, ich bin die Schwester Hope auch, vielleicht sie kennt ein bisschen. Deswegen, ich wollte das nur einmal klarstellen. Hope alles weiß das gut, jetzt auch. Bruderherz. Und wie gesagt, alles gut, Bruderherz. Macht's gut. Löwenherz, ganz kurz bitte. Bevor du abhaust, nimm dir bitte heute den Stream heute nicht. Nimm dir den Tag heute vor deiner Hochzeit. Kümmere dich um Frau und Familie, dass du heiratest richtig. Einmal, so Gott will. Und hab eine schöne Hochzeit. Gottes Segen für diese Hochzeit. Und ich wünsche dir alles Gute. Grüß bitte deine Frau von mir, unbekannterweise. Ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen Tag vom Altar. Ja, also wirklich. Gottes Liebe. Löwenherz. Bitte. Liebe geht raus. Wenn du heiraten tust, denk dran. Flex is always there. Ja. Nächstes Jahr, wir heiraten jetzt heiraten wir standesamtlich. Also meine Frau ist ja auch schwanger. Nächstes Jahr kommt das Kind. Und danke dir. Und nächstes Jahr heiraten wir dann kirchlich. Sehr schön. Alles klar, ich wünsche euch was. Ciao. Ciao, Bruder. Das Ding ist, zufälligerweise werde ich staatlich habe ich morgen Geburtstag, aber das ist nur staatlich. Wie meinst du das staatlich? Also, ich weiß nicht, wie das geht, ne? Aber mein Vater hat einfach ein falsches Geburtsdatum. Ach so, okay, das staatlich. Ja, das kennen wir Aramäer auch zu gut. Ja. Türken und Aramäer kennen das auch. Ich habe meinen Vater gefragt, wie konntest du mein Geburtsdatum verwechseln? Also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Schöner Stream, Leute. Sehr, sehr schöner Stream. Ja, Palestin, bring uns später die Quelle. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und bis in die nächsten 2 Stunden. Mich, okay? Ich bedanke mich. Und also. Wann hast du gesagt, wann streamst du? Ich bin 21 Uhr da. Okay, kein Problem. Alles klar. Ich bin. Sei auch da. Er ist da, er ist immer da. Ich weiß nicht, ob ich später da bin. Ich bin geschäftlich unterwegs. Und wenn ich da bin, bin ich da. Wenn nicht, dann sehen wir uns die Tage auch nochmal gerne. Ich habe da gar kein Problem mit. Also ich bin schon gespannt auf den Koran. Solange der Respekt da ist. Solange der Respekt da ist. Ja, und wir uns gegenseitig. Wenn du mich ein Haywan nennst. Du hast mich Lügner genannt. Komm. Du hast mich Jahil genannt. Du hast mich Munafik genannt. Verstehst du? Okay, genug jetzt. So viele Sachen. Ja. Ist in Ordnung, Palestin. Ist in Ordnung. Ja. Also beruht sich auf Gegenseitigkeit. Nein, beruht sich nicht auf Gegenseitigkeit, aber der Klügere gibt nach. Hallo Salah, schönen Tag noch. Also schönen Tag Mach's gut. Wir sind trotzdem. So, genug jetzt. Damit keine Streitereien jetzt weiterhin entstehen, ist es gut jetzt. So, jetzt holen wir mal ein paar andere hoch. Nehemia, Bruderherz, möchtest du noch was sagen? Ja, ich wollte schon die ganze Zeit etwas zeigen. Ich wollte dich fragen, könntest du 2 Dinge vorlesen? Also könntest du selber öffnen? Ich hab den Tablet gerade abgegeben. Sag mir, was ich öffnen soll. Okay, das sind 2 Dinge, ja? Öffne mal Offenbarung 19. Offenbarung 19. Okay. Und jetzt öffnest du einen Moment. Okay. Welchen Vers? Von Vers 11 bis Vers 16 und ich will, dass ihr alle zuhört, was dort steht. Alles klar, denn alle stummen sich dann kurz, ne? Vorlesen und dann einfach mal zuhören. Ganz kurz, Nehemia, nicht, dass wir jetzt hier falsch, also und ich sah den Himmel geöffnet, fängt so an, ja? Genau. Okay. Also, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst.
und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Weiter, Bruder, oder? Bis Vers 16. The Word of God. Bis 16. Bis 16. Okay, und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Weiter. Weiter noch? Okay. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme. Okay. Also jeder hat's gehört. Was steht auf seinem Gewand? König der Könige. Könige und Herr der Herren. So, und jetzt öffne Sahih al-Bukhari 6205. Ja. Ich weiß, Jetzt kommt Knockout. Knockout. Jetzt kommt Knockout. Let's go. Öffne Sahih al-Bukhari. Let's go. Welche Nummer? 6205. Und jeder soll zuhören. Knockout. Knockout. Leute, jetzt kommt ein Knockout. Ich kenne das wahrscheinlich schon. Knockout. Also, ich hab's jetzt hier auf Englisch. Also, Abu Huraira, also laut Abu Huraira, Allah's Messenger said, the most awful name in Allah's sight on the day of resurrection will be a man calling himself Malik al-Amlak, the King of Kings. Malik al-Amlak, the King again. Of Kings. Yeah? Oh, again. Crazy stuff, huh? We say it again, okay? Allah's messenger said, the most awful name in Allah's sight on the day of resurrection will be a man calling himself Jungs, Malik al-Amlak, the King of Kings. Jungs, Jungs, ich bin, Bruderherz, übersetzt das noch einmal, dann will ich einen Shoutout kurz machen. Übersetzt das bitte kurz. Ja, einen Moment. Das war auf Deutsch, einfach übersetzen auf Deutsch. Ja, einen Moment, ich guck mal, wo ich die deutsche Übersetzung finde. Ich will das nicht durch einen Google Translator jagen. Mhm. Kopier das einfach und dann gibt es ein bei DeepL. Das ist perfekt. Ja, ich weiß, aber ich mache das immer nicht gerne, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil diese Übersetzer sind auch, ich nehme immer gerne, wenn die das selber in Deutsch übersetzt haben, dass die uns nicht vorwerfen, dass wir hier irgendetwas falsch übersetzt haben, aber ich finde die deutsche Übersetzung nicht, ich kopiere es mal trotzdem jetzt. Offenbarung 19 war das, ich glaube Vers 16 oder Vers 17 war das. Jungs, eine Frage erstmal groß in die Runde. Was ist denn das Thema hier? Ich habe irgendwie Palästin, Israel kurz mitbekommen, bin dann hoch. Habt ihr ein anderes Thema eigentlich gerade? Gleich. Oder? Gleich Idol. Gleich Idol. Wir können gleich drüber reden. Okay. Okay, gleich können wir drüber reden. Also, der Gesandte Allah sagte, der schrecklichste... Ein Moment. Ich bin sofort da, hat geklingelt. Mhm. Wir wollen das noch übersetzt haben und dann gehen wir in die Schriften rein und dann, wie gesagt, können wir über Palästin und Israel weiterreden. Aber Flex, guck mal, in Sure 2, Vers 140, daran yeah. Dass der Verfasser vom Koran keine Ahnung hatte, was Christ bedeutet. Dort steht, wollt ihr etwa sagen, Abraham war Christ oder Jude? Wollt ihr es etwa besser wissen? Ist schon witzig, ne? Also der Verfasser dachte, dass wir Christen denken, Abraham war ein Christ. Wie soll sowas funktionieren? Wie? Ja, oh Mann. Ja. So, der Skeptiker. Solange ich bin noch weg, ist der Skeptiker. Was können wir denn für dich tun? Nafri, er hat ein Problem mit der Sprache und mit der Stimme. Ja. Nicht beleidigen, aber, Bruder Herz. Aber er hat ein Problem ein bisschen mit der Stimme. Deswegen Bruder, nicht beleidigen, Nafri. Bruder, der soll nicht beleidigen. Sein Prophet konnte nicht mal lesen. Okay? Hallo? Ich will dazu nicht sagen. Ja, Skeptiker, was können wir denn für dich tun? Ey, Wangin, kennst du mich noch? Wer bist du denn? Raphael.
Weil Raphael ist hier. Raphael. Ey, glaubst du immer noch, dass Jesus nicht Gott ist? Ja, ja. Oh Mann. Ja, nee, ich finde es gut, euer Stream. Und ich beschäftige mich auch schon sehr lange mit dem Thema Islam. Okay. Und bist du, was bist du denn? Bist du Christ? Ja. Okay. Also wie viel Jünger hatte Jesus gehabt? Elf. Was? Nein, 12, sorry, 12. Hast du 11 oder 12 oder 13 gesagt? Ey, Mann, sag ihm, er weiß, dass ich bin. Seine 12 Jünger natürlich. Du hast aber gerade eben gesagt 11. Ja, ich hab, ja, Judas zählt eigentlich nicht, ne? Allah. Zählt er nicht. Ja, deshalb. Bruder, du hast 11 gesagt. Ja, weil er. Ja, aber er hatte. Ja, egal, ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist ja nicht so schlimm. Alles gut. Flex. Jetzt haben wir mehr Lügen am Start. Alles gut. Ja, Skeptiker, möchtest du noch was sagen oder? Ja, ja, ich will vieles sagen. Flex, glaubst du auch nicht, dass Jesus kommt? Okay, oder noch besser gesagt, ich muss dich kurz testen. Kannst du uns bitte das Vater Unser, das Gebet bitte sagen? Ach komm, ey, hör oder auf, das ist Kindergarten. Guck mal, Flex, ich kenne den. So, das ist eine Ehre für den Christen, das Vater Unser. Warte kurz. Ich kenne den Skeptiker wirklich und er ist wirklich Christ und er lügt nicht. Ja. Okay. So, ja, aber das Vater Unser, das Vater Unser, das kannst du doch, oder? Ja, aber ich werde das jetzt hier nicht aufsagen, was ist das? Okay. Aber ja, Flex, gut. Ja, okay. Ich habe eine Frage, Flex. Bist du auch ein Unitarier oder bist du ein Gleich, weil wir haben, guck mal. Ich glaube an die Trinität. Ah, okay. Ich dachte, Bangin hat hier seine Brüder gefunden. Nein. Nee, also unser Bruder wird auch verstehen, dass Jesus Gott ist. Ne? Er braucht vielleicht noch eine Weile. Wir dürfen unsere Brüder nicht kritisieren, wenn sie Unitarier sind. Ne? Müssen wir ganz klar sagen hier. Wir müssen unsere Brüder belehren, zeigen, beweisen und dann geht das auch. Ne? Aber wir dürfen unsere Brüder, die jetzt sagen, die sind Nochmal was? Ja, ich wollte kurz Bangin fragen. Was hältst du denn von Trinitarier? Sind das deine Brüder oder sind das Götzendiener? Ich will mich da enthalten. Du willst dich da enthalten? Er hält sich da zurück und das finde ich auch sehr gut, dass er sich zurückhält. Denn das könnte sehr schön brenzlig werden hier oben, wenn er damit anfängt. Nein, also Spaß beiseite, Bangin, du weißt es vielleicht noch nicht, aber ich bin kein Christ mehr, also ich bin eigentlich Atheist. Ach so, oh. Ja. Seit wann? Ja, ich habe mich so mit ein paar Dingen beschäftigt. Das ist eine lange Geschichte und seitdem glaube ich nicht mehr an die Bibel. Ja. Du kriegst Modi, Dr. Schirch. Okay. Ja, also, dann kommen wir mal wieder zurück zum Thema Skeptiker. Denn, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, nur bitte, wenn du hier oben bleibst, bitte nur nicht dazwischen reden. Ne? Wäre das okay? Alles klar. Okay. Vielen Dank, weil ich hole jetzt ein paar Leute hoch. Ist ganz wichtig, dass die Leute reden, ohne unterbrochen zu werden. So, jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Holen wir den mal hoch. Ja, mein Lieber, was können wir denn für dich tun, Mr. Best? Oh. Hi, du hast mich mal reingenommen. Hallo. Hi, servus, hey. Ja, hallo. Ja, ich bin übrigens auch. Ne? Und, was bist du? Ja, ich habe mir das. Ich bin Christ. Ne? Katholisch, römisch-katholisch. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich bin muslimisch oder so. Ne, ich bin ein ganz normaler Deutscher. Und finde ich cool, dass du auch Deutsch bist.
das auch so cool sagst. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, was ich in letzter Zeit halt so vieles mitkriege, dass deswegen sage ich auch, ich bin kein Atheist, ne? Nicht, dass du das Bruder, denkst, aber. Bruder, ganz kurz, Bruder Herz, dein Internet, du hast eine richtige Popcorn-Internet, also es hört sich verdammt schrecklich an. Du stotterst sogar. Mehr Hintergrund. Sorry, ich habe das jetzt ausgemacht. Du stotterst sogar. Okay, weil dein Internet ist so richtig Popcorn. Echt? Okay. Ja, es hört sich, also es unterbricht alle 3-4 Sekunden. Oh. Flex, ich komme später nochmal, Flex, okay? So will ich. Ja, okay. Da komme ich auch später nochmal. Vielleicht, ich frage dich nochmal an dann, ja? Und, okay, kein Problem. Ja. Gut, danke. Flex, der hat doch mehr gestottert als ich, stimmt's? Mhm, alles gut. Also gut, der Best. Vielen Dank, dann später nochmal, ne? Ja, tut mir leid, aber stottern ist eine andere Sache, ne? Aber okay, wir hören uns später nochmal, ne? Alles gut. Danke dir. Alles klar. Bis dann. Okay, danke, danke. Bis dann. Kein Problem. So, okay. Deck Bier. So, also jetzt haben wir nur noch 4 Leute hier oben. Wer hochkommen möchte, gerne, ist gar kein Problem. Nehemia, wirklich vielen, vielen Dank. Sag mal, Nehemia, hast du diesen einen Vers, wo die Djinns die Frau reiten in den Hadithen? Hast du den? Wer hat den Vers von euch? Guck mal. Ich habe meine Bücher leider zu Hause. Ich habe leider echt nicht hier. Tut mir leid. Aber ich hab hier gerade eine richtig schöne Stelle aus der Bibel, wo man ganz klar sieht, dass er sich eigentlich auch zu Gott macht und wo die Juden auch dann ihn steinigen deswegen wollen und auch ganz klar sagen, Johannes 10, Du bist nur ein Mensch. Ich will, bevor wir diesen schönen Bibelvers lesen, ja, will ich erstmal diese einen Hadith vorlesen, wo die Djinns später dann die Frau, ich glaube von irgendwen, glaube ich, reiten. Ich will wissen, welcher Hadith das nochmal war. Das sind die Djinns, die dann später die Frau reiten. Ja, das steht in. Sag mir die Nummer, dann kann ich gucken. Auf jeden Fall, aber ich muss nur. Ich hab's nicht im Kopf. Ich hab's nicht im Kopf und ich habe gerade mein Tablet. Ich habe die Tablet gerade abgegeben. Ich hab den leider auch nicht da, ne? Aber Flex, ich werde. Oder ich bin. Kennst du die Stelle? Nein, ich habe die leider auch nicht im Kopf, muss ich ehrlicherweise zugeben. Oder wer kennt den Vers, wo der Pharisäer von den Schwarzen geritten wird? Hat jemand das? Nee, tut mir leid, ich habe den echt nicht hier. Also wie gesagt, der wird dann von den Dunkelhäutigen ordentlich geritten. Kennst du die Geschichte, wo... TC schaut nach. Irgendwas mit Anna Ahmad, mit Ahmad war das und solange das rausgesucht wird, glaube ich. Solange das rausgesucht wird, können wir uns ja mit Tirmidhi beschäftigen. Ja, also man sagt ja immer, ihr glaubt an einen Gott, der in die Windel macht, ja, und da redet man von Baby Jesus und also absolut respektlos, ja, wo Sachen hineininterpretiert werden, die absolut nicht in der Bibel stehen oder sonstiges. Aber wir können ja mal vorlesen, was in der Sunna des Propheten steht, ja, und zwar in Jamia Tirmidhi, Book 1, Hadith Nummer 11, ja, okay. One day, also Ibn Umar said, one day I climbed on Hafsa's house and I saw... Er hat mit den Rücken zur Kaaba gekackt, ich kenne das. Oder überlegt mal, genau. Leute, eines Tages ging Umar den Dach nach oben. Okay, hört zu, Leute, das ist ein Hadith. Eines Tages ging Umar nach oben, auf dem Dach. Und dann sah er plötzlich den Pharisäer. Ja, ich will den Namen nicht nennen, sonst heißt es am Ende wie beleidigen, aber es steht halt leider in den Schriften. Mit den Rücken umgedreht zur Kaaba und der kackt. Allah. Bruder, es gibt Geschichten, guck mal. Es gibt Geschichten, okay, wo Omar seine Hände
in den Anus des Esels steckt und sagt, ich habe Angst, was die Leute zu mir sagen werden, wenn die das sehen. Ich will mal hier ganz kurz auf den Kommentar eingehen. Ich will mal ganz kurz auf den Kommentar auch eingehen von Der wahre Weg. Er schreibt hier Flexer, Allah, Herr der Morgenröte. Schau in der Bibel, wer Herr der Morgenröte ist. Ja, Allah wird genannt, also Allah wird im Islam Herr der Morgenröte genannt. Und bei uns wissen wir ganz, ganz, ganz genau, wer der Herr der Morgenröte in der Bibel ist. Ja, und das ist Satan. Ganz einfach. Richtig. Richtig. Die Bibel lügt nicht. Die Bibel lügt nicht. Und deswegen wissen wir auch ganz genau, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ganz einfach. Die Bibel ist die Wahrheit. Fertig, Punkt, aus. Die Morgenröte ist der Satan. Knockout sein Vater. Bruderherze, ich bin. Knockout sein Vater, Mann. Das war der wahre Weg, das kommt. Ehre, wem Ehre gebührt, das kam von der wahre Weg. Also ich kenne den Ausspruch und aber er hat das gerade hier on point gebracht. Also ja, ist halt so. Wir wissen das. Also wer die Bibel kennt, weiß, wer der Herr der Morgenröte ist. Aber die Schreiber des Korans, auf jeden ja, Fall, ich sage immer gerne Waraka ibn Naufal, ja, der Autor des Korans, war auch Nehemia, kein Angriff, sorry Bruder, aber ich werde immer Hack sprechen, ja, also ist auch Unitarier ja. gewesen, hat auch nicht geglaubt, dass Jesus Gott ist und hat sehr viel aus den Unitarier Quellen genommen und Gnostiker Schriften verwendet und deswegen sage ich dir hier nochmal an der Stelle, Bruder, finde bitte den wahren Weg, Jesus ist Gott. Und ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass du deinen Weg finden wirst. Ich will dich nicht verurteilen. Ich richte keinen Menschen. Ich empfehle dir nur, vielleicht das Ganze nochmal zu überdenken. Und genau aus diesem Grund, weil es das gab, ist der Koran und ist der Islam entstanden. Es sind Ideologien von Uritarier, von Gnostikern auch. Deswegen sehen wir, dass Jesus im Koran die Gottheit aberkannt bekommt. Ja, und das ist tatsächlich, weil Waraka ibn Naufal Unitarier war. Und das ist das Problem. Also diese Sekte, die da geherrscht hat, die es da gab, der haben wir tatsächlich den Islam zu verdanken. Und das ist halt einfach so. Ja, man, dadurch sieht man eigentlich, wie gefährlich das ist. Man hat den in der Bibel ist es ja beschrieben, wer der Antichrist ist. Der Antichrist ist der, der die Gottheit Jesu leugnet. Okay, das sagt ja schon der Name. Christ, Antichrist. Ich bekenne nicht, dass Jesus Christus ist. Das ist der Antichrist. Richtig. Ja, und das wird beschrieben. Genau. Wer sagt denn, dass Jesus nicht der Christus ist? Der Koran. Also ist das der Antichrist. Ja, doch, rein faktisch kurz. Aus der Bibel betrachtet. Warte mal kurz. Ja, klar, ja. Dort steht doch. Eine Sache will ich noch kurz, eine Sache kurz will ich erwähnen. Es gibt doch einen sehr, sehr schönen, ich glaube, das ist ein Koranvers. Wenn es nicht ein Koranvers ist, dann ist es, glaube ich, ein Hadith, sogar einen sehr, sehr authentischen. Ich glaube, Sunan ibn Majah, wo Mohammed selber sagt, trink Kamelurin mit Milch und dann geht's dir wieder besser. Wer hat diesen Hadith für mich bitte? Für Bauchschmerzen. Ich hab den nicht, aber ich habe die Tage ein Video dazu gesehen, wie die in der Wüste das wirklich mit Milch und Kamelurin vermischen und wie die das getrunken haben. Ich habe mich so geekelt. Pui. Pui. Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber Pui. Ich suche ihn mal raus. Ich guck mal, ob ich ihn finde. Oder wissenschaftlich bewiesen, Kamelurin mit Milch. Pui! Guck mal, ja, dann kommt tatsächlich die Aussage, dass das wissenschaftlich bewiesen ist. Derjenige, der das angeblich wissenschaftlich bewiesen hat, ist ein islamischer Arzt. Ja, das ist die einzige Untersuchung, die es dazu gab. Und er hat überhaupt gar nichts wissenschaftlich bewiesen. Okay? Gar nichts. Ja. Ja. Wisst ihr das? Omar, so überleg mal, diese ganzen Bakterien auch noch, Alter. Bäh, Mann, ey. Bäh. Ich lese ihn dir vor. Ich habe ihn gefunden. Sahih Bukhari. So okay. Ekelhaft, Alter. Also nochmal, das ist Sahih Bukhari. Das kannst du nicht leugnen. Sehr authentisch. Und ja, also wenn wir jetzt schon erklären müssen, wer Sahih Bukhari ist, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Dann hat das alles gar keinen Sinn mehr. Okay, also. Sahih Bukhari, Mann 4, Buch 52, Hadith 227, okay? Eine Gruppe von 8 Männern aus dem Stamm der Ukil kamen zu den Propheten und dann fanden sie das Klima der Medina für sie ungeeignet. Also sagten sie, O Allahs Gesandter,
Versorge uns mit etwas Milch. Allahs Gesandter sagte, ich empfehle euch die Kamelherde. Also gingen sie und tranken den Urin und die Milch der Kamele, bis sie sich gesund und wohlgenährt waren. Dann töteten sie die Hirten und schickten die Kamele weg und sie wurden ungläubig, nachdem sie Muslime waren. Als der Prophet darüber informiert wurde, schickte er einige Männer aus, um sie zu verfolgen. Und bevor die Sonne aufging, wurden sie zu ihm gebracht und er ließ ihnen ihre Hände und Füße abhacken. Dann rief er nach Nägeln, die heiß gemacht wurden und ihre Augen verschließen sollten. Ja, und dann und so weiter und so fort. Ja, also, hier wird auch ganz klar und man bezieht das darauf, deswegen trinkt man auch Kamelurin, weil man da gesagt hat, das wäre wie Medizin. Aber der medizinische Aspekt ist bis heute nicht nachgewiesen und das Einzige, und das klingt jetzt wirklich eklig, was wirklich tatsächlich nachgewiesen ist und ich empfehle das nicht zu machen, bitte TikTok sportlich, Eigenurin zu trinken, das soll angeblich was bringen, aber Urin von Tieren zu trinken, die eine ganz andere Genetik haben, die ganz andere Bakterien in ihrem Körper haben und diese auch vertragen oder nicht vertragen, das ist auf den Menschen nicht gut. Also das ist halt, das ist Fakt. Also das mit Wissenschaft zu erklären, dass das gut ist, sorry, tut mir leid, dann trink bitte weiter Kamelurin. Ich muss auch kurz noch was dazu sagen. Nadia, wenn du sagst, hier sind zu viele Unwissende hier oben, dann komm mal hoch und erklär mir mal, warum dein Prophet sagt, dass wir Kamelurin mit Milch mixen müssen und trinken müssen. Erklär mir mal bitte den Hintergrund dafür. Yalla, komm hoch. Guck mal, das Ding ist... Komm hoch. Komm hoch, ich zeig dir, wer unwissend ist, Nadia. Komm hoch. Das ist ein Fake. Komm, erklär uns, warum dein Prophet das sagt. Komm, yalla. Allah. Ich bin. Ja. Nadia, hoch mit dir. Komm. Komm hoch, Nadia. Komm zu Brother Flex and speak to me. Komm. Ich bin. Hade, komm. Nadia, komm. Love goes out. Komm schon. Baby, auf jeden Fall, ich habe alle Bücher von Christian Prince, weil ich bin gerade leider nicht zu Hause. Wenn ich zu Hause bin, ich kann alle Quellen zeigen, alle, also die alles Klassen, gut. Weißt du? Ich hab, alles gut. Wir wissen ganz kurz, Leute, ganz kurz, aber wir wollen kurz, halt die Leute, Leute nicht damit überfordern. Ganz kurz, ganz kurz, Leute. Nadia, come here, baby, come on. Ja, ich bin da. Okay. Let me show you some love, baby. Come here. Come up. Come up, baby. I want to talk to you. Baby, come up. Let's speak to you. Baby, come up. I want to speak to you. Baby, come up. I want to speak to you. Come up, baby. Let me speak to you. Tell me why your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, we are ready to drink. Ich bin, also, Jungs, Omar, ne, ist in den Quellen so ein witziger Typ, so ein witziger Charakter, wirklich, das ist unbeschreiblich, wie witzig der ist. Es gab eine Schlacht, okay? Und er läuft davon und dann fragt er später, war ich dabei gewesen? 10 Überlieferungen. Der fragt, hey, ja, ob er dabei gewesen ist. Ja. Ja, er war wahrscheinlich auch verzaubert von Magie, wie der Prophet. Oder der er wusste Leute, nicht, ob er dabei war oder nicht. Oder der hat die Leute verarscht. Du bist ja, natürlich, in einer Schlacht. Du läufst davon und dann fragst du die Leute später, War ich dabei gewesen? War fast? Ja, ja. Dabei war's. Ja, ist schon Emilia, lustig. Emilia möchte hochkommen. No problem, Emilia. Dann komm hoch, stell eine Anfrage, Emilia. Dann kannst du auch hochkommen, Emilia. It's no problem. Come up. Emilia, oder, stell eine Anfrage, dann kannst du auch kommen. Oder Aisha. Sie muss immer sagen, dass sie die Tage hatte, ne? Ich habe dies und jenes mit und ich hatte meine Tage. Bei den simpelsten Dingen, warum musst du 10-mal sagen, dass du deine Tage hattest? Weil das war bestimmt sehr wichtig. Das ist auch sehr wichtig, was ihr angetan wurde, ne? Sie hat ja auch immer
ganz deutlich auch gesagt, was ihr angetan wurde. Und ich glaube nicht, dass es alles immer sehr friedlich war, ne? Und vielleicht wollte sie damit auch so wie Brotkrümel legen, ne? So wie Hänschen klein im Walde da. So, dass jeder halt auch sieht, dass sie wirklich da auch was mit ihr passiert ist, ne? Keine Ahnung, aber das ist echt komisch. Also, Emilia, du hast so viele Follower und du weißt nicht, wie man hier hochkommt? Okay, dann schicke ich dir mal eine Anfrage. I don't know, this is weird, but okay, come on. Aber, ich habe dir eine Anfrage geschickt, Emilia. Kennt ihr Wartet den? Kurz, Leute, stummt euch mal ganz kurz alle. Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ja. Und wie geht's euch alle? Emilia, uns geht's gut. Wie geht's dir? Ja, so entsprechend nach dem Wetter. Bisschen mal heiter, bis wolkig, ne? Okay. Kann ich sagen. Du bist jetzt hier hochgekommen. Was möchtest du uns denn erzählen? Ja, also nach dem Koranversen, ne? Also ich wollte nur sagen. Okay, bist du Christ oder bist du. Was bist du denn für eine Konfession? Ich frag mal so, ist das jetzt wichtig? Okay, du bist Muslima, richtig? Ist das wichtig, in Religion zu sagen? Ich frag dich nur, was für eine Konfession du hast. Also bist du Muslima, oder? Genau, okay. Aber ich respektiere alle Glauben. Emilia, ja. I'm gonna start, ja. Okay. Wa alaikum. Genau, richtig. Ja, was jetzt? Oh Gott, warte kurz. Emilia, was für eine Landsfrau bist du? Ach, das ist jetzt uninteressant. Ist egal. Ich wollte jetzt einfach nur jetzt wegen diesem Glauben, also wegen dem Koran mit dem Urin trinken, was dazu sagen. Mhm. Aha, ja, es geht um den Prophet. Unser Mohammed, Prophet. Ich bin ein klein bisschen heiser, ne? Aber wenn es euch nicht stört, dann ist es gut. Mohammed, ja. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Genau, sallallahu alaihi wa sallam. Genau. Ich denke mal, das ist ja schon in der Zeit, Jahre her, also da war die Medizin doch nicht so erweitert. Da haben die immer über Hausmittel, ne? Rezepte gemacht, wenn jemand krank wurde. Also so normale, wenn man jetzt eine Krankheit hat, dann hat man bestimmt durch Hausmittel so Krankheiten besiegt. Also verstehst du, was ich meine? Ja? Okay. Jetzt mit dem Kamel trinken, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine schlimme Krankheit hätte, da zu dieser Zeit, ne? Ich weiß, das ist ein bisschen eklig, ne? Aber um gesund zu werden, hätte ich das getrunken damals, ne? Aber heute jetzt nicht, ne? Okay. Heute hat sich die Medizin ja nicht erweitert. Leute, stimmt euch kurz. Okay, Emilia, ich höre raus, du bist auf jeden Fall Muslima, das ist sehr, sehr schön. Es hat aber nichts damit zu tun, heutige Zeit oder andere Zeit. Der Prophet hat gesagt, wenn es einem nicht gut geht, trink Kamelurin und mit Milch zusammen. Das ist die Religion, die du folgst. Ja, richtig, genau. Ich sag ja, aber das hat auch mit derjenigen Zeit zu tun. Du musst ja überlegen, in welchen Jahren also war das denn, wo das gesagt jetzt, hat. Moment, okay, wenn es jetzt mit der damaligen Zeit zu tun hat und jetzt ist eine neue Ära, warum haben dann die Großgelehrten die Ära jetzt nicht neu umgeschrieben und gesagt, das ist aber für das ist für die damalige Zeit und nicht für jetzt. Warum haben die es nicht umgeschrieben? Oder das, was du sagst, wenn das zu 100% übereinstimmt, wenn das, was du sagst, zu 100% übereinstimmt, bring uns jetzt bitte ein Tafsir, eine Erklärung zu dem, was du gesagt hast, eine Quelle, weil ohne Quellen können wir sowieso nicht reden, bring uns eine Quelle, die das belegt, was du sagst, und dann glauben wir dir. Eine Quelle habe ich leider nicht, aber ich denke mal, die Medizin hat sich ja erweitert, fortgeschritten. Ne? Ich würde auch jetzt nicht jetzt in dieser Zeit Urin trinken, Kamelurin trinken. Würde ich jetzt nicht. Und das ist Gottes Wort. Verstehst du? Das waren die Worte Allahs. Emilia, guck mal, das Problem ist, ja. Wenn der Prophet dir etwas empfiehlt, dann muss er doch darüber Bescheid wissen, was er da tut. Stell dir mal vor, Jesus sagt zu dir, spring vom Fenster, dann geht's dir besser. Dann
Warte, ich werde es noch besser machen. Ich werde es noch besser machen. Emilia, du weißt aber schon, dass die Großgelehrten heute noch immer noch in dieser Wüste noch dieses Kamelurin trinken mit Milch. Das weißt du aber schon, oder? Nee, das wusste ich ehrlich nicht. Ganz ehrlich. Oh, das siehst du, ja. Emilia, nimm es mir nicht böse. Ich finde es gut, ja. Du bist hierher gekommen, du bist sehr, sehr respektvoll. Aber ich glaube, du kennst die Dunkelheit deiner Religion nicht. Doch, natürlich. Also, ich kenne meine Religion. Ne? Okay, wie stehst du denn dann zur Sure 65-4? Ich schade ja damit keinem was. Ich tue ja keiner Fliege was. Wenn ich eine Religion mache, dann mache ich das in meinen vier Wänden. Wir hören dich ganz leise. Du bist ja sehr weit weg vom Handy. Allah schadet aber den ja, Kuffar, den anderen. Ich sehe das nicht so, ne? Also, dass der Koran, also dunkle, was du eben gesagt hast, so dunkle Seiten hat. Oh! Sie hat ihre Religion locker für einen Mann gewechselt, Leute. Das ist meine Meinung. Weil die hört sich nicht an wie eine Muslima, Leute. Die weiß gar nichts über ihre Religion. Allah. Das ist halt meine Aber egal, wir klären sie auf. Wir klären sie auf. Wir sind ja hier, um aufzuklären. Leute, alles gut. Ich werde trotzdem respektvoll bleiben, aber ich merke, sie hat gar keine Ahnung über ihre eigene Religion. Ist aber nicht so schlimm, weil die konvertieren alle nur für die Männer. Ne? Die meisten, die wissen es gar nicht. Okay, sie ist rausgegangen. Sie ist rausgegangen. Allah. Ich hätte mal gerne, dass diese Emmy in den Kommentaren hochkommt, die uns wissenschaftlich belegen möchte, dass Kamelurin gesund ist und für die Krebsforschung daran geforscht wird. Ich habe es vorhin gerade erwähnt, es ist ein muslimischer Arzt, der das macht. Also, und es ist der einzige, Nadia. Falls Nadia noch hier ist, Baby, come up here. I want to speak to you, Nadia. I love you so much. Ja, und bring Emmy mit. Come up, I want to love you so much. Come up, Nadia. Come up here, let's speak. Bring Emmy mit, Nadia. Let's speak about urine. Come up, Nadia. Come. Let me show you some love. Come here. Let me speak to you with love. Come here. Ich hab mal auch eine Frage. Warum hat Mohammed empfohlen, sein Popo mit Steinen zu putzen? Die waren ja Katastrophe, ich kenne nicht das. Aber sind ja Steineanbeter. Du siehst ja, im Mekka, der Stein, den sie anbeten, sind Steineanbeter. Götzendiener. Aber guck mal. Leute, wir haben ein Jurak Chiru. Der hat gesagt, deine Bibel widerspricht. Also, Jurak Chiru, komm hoch. Und wir lesen den Vers, wo du sagst, es widerspricht sich. Hey, ich wette mit euch, die kommen jetzt mit Rebecca oder die kommen jetzt mit König Asia, als er 24 war und 42. Ich wette, die kommt damit. Also, ja, da kommt hoch. Schnell Anfrage, ja. Komm hoch. Nimm mal Bulut. Kommt hoch. Wo ist Bulut? Der Bulut. 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 Also, let's go. Ich schwöre euch, Leute, das ist Comedy hier pur. Der Tod von Judas. Ich wusste, dass du damit kommst. Egal, komm hoch. Wir erklären es dir. Komm. Kann ich jetzt? Stell eine Anfrage. Yes, yes, der Bulut. Let's go, der Bulut. Gut, erstmal, ihr redet von Respekt und hier und da. Ich sehe hier gar nichts davon. Ihr zieht so okay, über den Islam. Okay, wegen was bist du jetzt hier hochgekommen? Wegen was bist du jetzt hier hochgekommen? Wa alaikum. Wegen dieser Uringeschichte. Mhm. Es okay, ist auch in dem Hadith, was der Kollege gerade gelesen hat, hat der Prophet nicht auf Urin hingewiesen. Okay, okay? Wa alaikum erstmal. Erstmal wa alaikum. So, kann ich sag mal, ich habe kein. In diesem Hadith wird nicht auf Urin, Kamelurin verwiesen. Nicht von den Propheten. Der Prophet sagt nicht, geht und trinkt Kamelurin. Aber okay, ihr könnt pass auf, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Bulut, okay, pass auf. Wir lesen Jami al-Tirmidhi, ja, und jetzt pass auf. Es gibt mehrere Quellen. Es gibt mehrere Quellen. Es gibt mehrere Quellen. Jami Tirmidhi, some people from Uraina arrived in Al-Madina and they say we are uncomfortable. Ja? So Allah's messenger sent them to some camels from charity. He told them.
He told them, drink from their milk and urine. Okay? So, also jetzt sag nochmal, ist Tirmidhi ein Lügner? Darf ich jetzt antworten? Nein. Ich möchte erst mal feststellen, ist Tirmidhi ein Lügner oder nicht? Aber du hast mich doch unterbrochen, ist Tirmidhi ein Lügner für dich oder nicht? Warum soll er ein Lügner sein? Das ist gut, der Tirmidhi erzählt das doch nicht. Hat der Prophet Allahs gesagt, drink from their milk and urine. Darf ich jetzt darauf antworten? Oder geht das nur einseitig? Ja, du darfst. So, erstmal, du hast versucht, vorhin die Wahrheit zu verzerren. Du hast Buhari gelesen und darauf hingedeutet, Buhari, ne, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, ne, dann brauchen wir uns gar nicht hier unterhalten, mäßig. Und dann hast du so das dargestellt, als ob das da drin stehen würde. Das ich schaffe es wortwörtlich vorzulesen. Wir können es nochmal vorlesen. Ich kenne diesen Hadith. Da steht nicht drin, dass der Prophet auf Kamelurin. Okay, stummt euch mal alle kurz. Leute, stummt euch mal kurz alle. Ich hasse Nehemia, sowas Daniel, ich werde bei sowas richtig ich bin, sauer. Ich bin ständig kurz. Ich weiß, das macht mich selber. Der Bulut, du verleugnest sogar deine eigenen Großgelehrten. Wenn deine Großgelehrten sagen, dass der Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, trink Kamelurin und misch das mit Milch und du bist kein Gelehrter und du kommst hier und verleugnest es. Dann geh zu deinen Gelehrten und sprich mit denen und sag denen, das stimmt nicht. Aber warum sagst du es uns? Das steht da drinnen. Warum leugnest du das? Du schämst dich dafür. Ich weiß, dass du dich dafür schämst. Du schämst dich dafür. Oder unterhalten wir uns jetzt vernünftig oder nicht vernünftig? Das ist die Frage. Ja, aber du schämst dich dafür. Ich weiß, dass du dich dafür schämst. Warum soll ich mich dafür schämen? Wegen Gelehrten meinst du? Über welchen Großgelehrten redest du? Verleugnis ist doch egal, welcher Großgelehrte. Stimmt euch mal. Ganz kurz. Geh zu Utmar, rede mit Utmar, das ist euer Großgelehrter. Geh zu Utmar und frag ihn, warum diese Dinge da drinnen stehen. Wer ist Utmar? Ich kenne den nicht. Du kennst kein Utmar. Allah, Leute, ich mach Pause. Das ist mir zu viel. Der kennt nicht mal Utmar. Allah. Hallo. Allah. Also ihr redet nur einseitig. Ihr gebt mir nicht die Chance zu antworten. So. Doch, erstmal in Buhari ist kein Verweis auf Kamelurin. Tirmidhi ist jetzt nicht Buhari. Ja, und kein Muslim sagt, dass 100% der Hadithe alle richtig sein müssen. Das hat bisher gar kein einziger Gelehrter gesagt. Sahih Bukhari. Was bedeutet Sahih? Jetzt willst du uns verkaufen, Danilo, dass die Hadithe nicht alle stimmen. Sahih Bukhari. Was bedeutet Sahih? Wir können uns doch nicht unterhalten. Ich glaube, wir haben Kommunikationsprobleme. Ja, dann geh runter mit deinen Lügen. Daniel, bitte. Ach man, das war zu viel. Also eine Sache will ich kurz sagen. Deswegen habe ich diesen Show-Dinger reingemacht. Man merkt, Takriya ohne Ende. Eins nach dem anderen. Sahih Bukhari. Authentisch, ja, Sahih, authentisch, du Lügner, Bulut. Guck mal, die sagen, Sahih muss nicht wahr sein. Ja, warum habt ihr denn Hadith-Wissenschaften? Sag mal, bitte. Du sagst, ist authentisch überliefert, aber muss nicht die Wahrheit sein. Ja, vorbei, fertig. Das heißt also, guck mal, das Witzige an der ganzen Sache ist, wenn das nicht richtig ist, warum wurde das überhaupt überliefert? Die schämen sich selber dafür. Bruder, guck mal, die sagen, ihr habt von Jesus nichts persönlich. Du hast auch selbst von Mohammed nichts persönlich. Hä? Du hast nur Dinge, die man über Mohammed erzählt hat, über Jahrhunderte. Wenn ich sowas zeigen würde, dann würdest du sagen, das ist nicht authentisch. Weil es ja jemand anderes erzählt hat über Jesus. Alle sind Lügner. Alle, die das sagen, sind Lügner. Und wer sind das? Ja, jeder von denen. Ist das logisch? Nein. Die sind nur verblendet. Fertig. Also, glauben selber. Extrem verblendet. Glauben selber nach. Solchen Menschen kann man auch nicht mehr helfen, bin ich ganz ehrlich. Kannst du nicht mehr helfen. Die glauben selber nach Hadith, aber dann sagen die, ich glaube nichts, was über Jesus erzählt wurde.
Hä? So vom. Ja, also er weigert sich, Sahih Bukhari anzuerkennen. Ich habe von Sahih Bukhari vorgelesen, es gibt aber noch einen in Sahih Bukhari. Wir haben diese Stelle in Sahih Muslim, in Abi Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasai, zweimal in Nasai. Man muss sagen, dass einer von diesen in Nasai als Daif eingestuft sind, aber die restlichen sechs sind alle als Sahih eingestuft. Und da habt ihr ein Problem mit euren eigenen Schriften. Und hier diese Emmy schreibt ja, dann liest weiter unten. Was weiter unten ist, ist uninteressant, dass die dann verfolgt worden sind und umgebracht worden ist. Es geht darum, dass er befohlen hat, Milch mit Urin zu trinken. Und wenn es nicht so der Fall wäre, warum trinkt ihr es denn dann bis heute? Und warum verteidigst du unten in den Kommentaren, dass die Krebsforschung angeblich daran... Also du widersprichst dich komplett selber. In dem einen Moment ist es gut, aber in den anderen Moment sollen wir weiterlesen und sagen... das ist Kacke, was da gewesen ist, oder was? Also sorry, ihr widersprecht euch an jeder Ecke. Und dieser Bullet gerade... Ein bisschen geht nicht mehr. Ja, und dieser Bullet gerade wirklich, guck mal, kommt bitte mit Argumenten, aber kommt nicht damit, das ist nicht Sahih, das ist nicht so, das ist naiv, das ist dies. Wir kennen eure Ausreden, wir kennen eure Ausreden, die funktionieren nicht mehr. Ihr redet hier nicht mit Leuten, die null Ahnung haben oder sonstiges. Wir haben mehr Ahnung und das ist beschämend für euch. Mehr Ahnung als ihr von eurem eigenen Islam, von euren eigenen Hadithen, von euren eigenen Tafsiren. Ja, das ist das Problem. Ihr habt es möglich gemacht, ihr habt alles online gestellt, ihr habt alles übersetzt. Halleluja dafür. Die Leute können es lesen und sehen, was das ist. Halleluja. Halleluja. Die Dunkelheit ans Tageslicht bringen. Ja. Auch die Dummen machen Fehler. Der Herr ist groß. Der Herr bringt die Wahrheit immer ans Licht, Flexer. Der Herr bringt die Wahrheit immer ans Licht. Die haben gedacht, die tun sich einen Gefallen damit, alles zu übersetzen und online zu stellen. Und da kann ich nur, ich bin völlig recht geben. Darum appelliere ich an alle im Chat, macht eure Augen auf. Seht ihr, wie stur er war? Er war der größte Pharisäer, den es gibt. So ist der Islam. Er verblendet die Leute. Man darf nicht nachfragen. Ihr habt die Chance. Ihr lebt noch in Europa, in einem freien Land. Schlagt das Internet auf. Geht euch Bücher bestellen, was auch immer. Lest die Hadithe, die Tafsire. Sehr, sehr wichtig. Dann seht ihr, was eine Bosheit in dieser Religion steckt. Und ja, ich appelliere immer an Jesus, der sündlos war, der für unsere Schuld eingestanden ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Licht. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und wir sind ja alle trotz allem auch in der Liebe, aber dieses Thema ist natürlich, wie ihr seht, sehr aufbrausend. Ne? Die kommen hier rein und leugnen ihre eigenen Schriften. Da müssen wir natürlich auch dagegen leider auch manchmal mit dummen Worten entgegentreten, aber ja, wir haben das Recht dazu, weil wir in der Beweislage stehen. Sie haben selbst diese Beweislage, nur sie erkennen sie dann am Ende nicht an, obwohl sie sich zu Allah angeblich bekennen. Das sind selbst die Pharisäer, die Kuffar, das sind die Euro-Shisha-Muslime, die hier in Europa leben. Da gehen wir mal in die islamischen Länder, da sieht es ganz anders aus. Warum leben diese Euro-Shisha-Muslime denn überhaupt in Deutschland, ist die Frage, ne? Ich glaube nicht, weil es in ihr Land gerade so schön ist. Die sind hier in Deutschland, weil sie hier Meinungsfreiheit haben, weil sie hier alles bekommen, was sie wollen, was sie brauchen, weil hier Liebe gefördert wird, Familie gefördert wird, Kinder gefördert werden, was in den islamischen Ländern gar nicht gibt. Frauen und Kinder dürfen da gar nicht mal in die Schulen gehen und gar nichts. Kopftuch, Scharia, ja. Zu Hause, fertig. Ja, Thomas Grebe, jetzt. Du hast 2 Minuten Redezeit. Ja, hallo. Erstmal grüß dich mit deiner Aufklärung. Dankeschön. Ich lese gerade den Koran und stelle fest, wo finde ich da das Wort Liebe? Kannst du mir das vielleicht mal sagen? Nirgendwo. Ja, das ist sehr komisch. Also ich weiß nicht, also ich habe das Alte Testament gelesen. Ich würde es zusammenfassen mit den Worten, Gott rettet und befreit. Und ich habe das Neue Testament gelesen und man kann es zusammenfassen, Gott ist Liebe. Dankeschön. Ja, und das andere, was ich noch sagen wollte zu diesen... Satan hat keine Liebe, das wissen wir ja. Ja, genau, das mit der Morgenröte finde ich auch sehr, sehr interessant.
Was ich noch sagen wollte zu dem Mann, der vorhin gesprochen hat, der seine eigenen Quellen verleugnet, das ist eben dieses Korrupte, denke ich mal. Ich meine, die haben sicherlich viele und ein gutes Herz und vielleicht eine gute Einstellung, aber wenn man dann zu denen sagt, was sagst du zu der Quelle, sagst du der Quelle, dann tun das leugnen, tun das quasi... sagen, ja, das ist so und das ist so und das ist so. Und das finde ich irgendwo, das tut Menschen irgendwo enthumanisieren und macht sie zu einem toxischen Denken. Das ist sehr problematisch, finde ich. Also das ist schon Richtung Gehirnwäsche. Wie gesagt, ich bin selber Christ, ich bin römisch-katholisch, ich würde mich auch als wiedergeborener Christ nennen. Ich habe die Geistestaufe auch gehabt in der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung. Das spielt jetzt aber auch überhaupt gar keine Rolle. Ich habe echt den Koran gelesen, ich lese jeden zweiten Satz, geht es hier nur um Ungläubige. Das ist ja, was soll das für ein Buch sein? Kann ich damit eine Beziehung zu Gott aufbauen, wenn jeder zweite Satz irgendwas mit Ungläubigen ist? Ja, Thomas, da sehen wir mal den Hass gegen die Andersgläubigen, ne? Da sehen wir den Hass von Allah, der Andersgläubigen, der sie selbst als die schlechtesten Geschöpfe, als die schlimmsten Tiere hinstellt. Und wenn kann ich mal ganz kurz ein bisschen mehr als 2 Minuten haben? Ich möchte mal was klarstellen hier auch und ich würde da gerne noch rede, Bruder, du darfst immer reden. Rezitieren. Danach gehe ich auch raus, weil ich muss ein paar Sachen geschäftlich erledigen. Ich habe mir schon ein bisschen zu viel Zeit genommen, aber ich mache das wirklich gerne, um aufzuklären und auch mit euch Gemeinschaft zu halten. Ich würde mal gerne auf das eingehen, dass die jedes Mal ihre Quellen leugnen. Die Leute müssen auch wissen und verstehen, dass es denen erlaubt ist. Ja, viele sind unwissend und sagen, okay, ja, so und so ist es nicht, weil die sich das nicht vorstellen können, weil die tatsächlich die Hadithe und den Koran nie komplett gelesen haben. Viele aber wissen das und kommen dann hier rein und versuchen uns zu täuschen. Das Ganze nennt man Taqiyya, okay? Im Koran, also Vers 3,28, ja, die Gläubigen sollen sich nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Freunden nehmen. Wer das tut, hat keine Gemeinschaft mehr mit Allah. Und jetzt gehen wir mal hin und gucken uns an, was die Gelehrten dazu sagen, okay? Also Ibn Kathir ist einer der höchsten Gelehrten im Islam, okay, sunnitische Quelle. Also, ins Gesicht lächeln, obwohl unser Herz sie verflucht. Also, Ibn Kathir deutet das Ganze, diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, deutet Ibn Kathir in diesen Worten. Wir lächeln einigen Menschen ins Gesicht, obwohl unser Herz sie verflucht. Al-Bukhari, und hier bezieht sich jetzt Ibn Kathir auf den Hadith von Al-Bukhari. Also, Al-Bukhari sagte, dass Al-Hassan sagte, die Taqiyya ist bis zum Tag der Auferstehung erlaubt. Ja, also, man darf euch ins Gesicht lügen bis zum Tag der Auferstehung. Ja, Al-Qurtubi sagt auch genauso, die Praxis der Al-Taqiyya soll bis zum jüngsten Gericht angewendet werden. Nochmal, Al-Jalalain, dieses Gebot kam, bevor der Islam mächtig wurde und ist für jeden Gläubigen gültig, der sich in einem Land befindet, wo er keine Stärke genießt. Ja, und jetzt kommt, passt auf, guck mal, und jetzt wird's wichtig, ja, Nizam al-Din al-Sashi, ja, es ist erlaubt, Rasul Allah, also den Propheten, nochmal, es ist erlaubt, Rasul Allah zu beschimpfen, wenn man unter Zwang steht und das Kalima, das Kufr aus Angst, Eigentum zu verlieren, ermordet zu werden, zu rezitieren, vorausgesetzt, das Herz ist beruhigt. Die dürfen sogar ihren Propheten beschimpfen und verleugnen und machen und tun und uns ins Gesicht lügen. Es ist egal was. Also ihr müsst euch klar sein, dass manche wirklich unwissend sind. Es muss euch aber auch klar sein, dass jemand, der wissend ist, er darf euch ins Gesicht lügen und er wird von Gott nicht mal bestraft dafür. Es ist ihm erlaubt. Und das müsst ihr wissen. Und ich habe dann das Problem, das muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. An die ganzen Leute, ich werde das jetzt nochmal ganz kurz sagen, ja, überleg mal, John was the eyewitness of Jesus, okay, 100, that was, I think 100, yeah, so, eyewitness of Jesus, okay, saw Jesus, he moved with Jesus, ist mit Jesus gelaufen, überleg mal, und dann kommt irgendjemand 500 bis 600 Jahre
später und sagt uns, dass das die Wahrheit ist. Das heißt also, für mich ist eigentlich dieser Allah, der 500 bis 600 Jahre lang geschlafen hat, ein Jahil. Weil er hat es erlaubt, so viele Generationen in die Irre zu führen. Okay, Leute, jetzt müsst ihr gut zuhören. In die Irre zu führen, okay, dass alle nicht mehr daran glauben, weil die Tora sei ja angeblich verfälscht. Ja, also die Bibel ist verfälscht. Wow, Allah ist ein Jahil in meinen Augen. Dass er es erlaubt, dass so viele Menschen in die Irre gehen. Und dann erst 600 Jahre später plötzlich kam Allah wieder, ja, aus seinem Schlaf wieder und sagt, ach, das ist die Wahrheit. Das schöne Fleck ist ja, Fleck, das schöne, Mann, das ist, die Qumran-Schriftrollen. Das ist ein Joke. Wir haben die Qumran-Schriftrollen vom Toten Meer, das ist ja auch das Schöne. Und so viele andere Manuskripte noch aus der Zeit der Griechen und so. Also, die Kreuzigung ist das der beste Beweis der Antike, ne, die kann man nicht mal leugnen, die Kreuzigung. Yeah. Unabhängig von biblischen Schriften, ne? Also es ist auch historisch dokumentiert. Das kannst du einfach nicht leugnen. Das ist einfach so. Das ist ein unumstößlicher Fakt. Historisch wissenschaftlich. Aber lasst uns nochmal zurück zum Thema zurückgehen, ja, weil wir schweifen ab mit den Kamel. Ich würde mich gerne verabschieden. Bevor du das Thema anfängst. Okay, na, also Gottes Segen an alle, Gottes Segen für dich, Bruder Flexer. Ja, Mann. Ich bin immer gerne in deinen Streams und ich wünsche jedem ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das Wochenende nochmal online komme, weil ich ein bisschen unterwegs bin, aber ich versuche das irgendwie mal ein bisschen zeitlich zu arrangieren. Gottes Segen an alle. Schönen Tag. Ja, Gottes Segen. Und vielen Dank. Bis demnächst. Gottes Segen. Bis demnächst. Darf ich noch mal kurz ganz kurz, Danilo. Thomas, ansonsten hast du noch was zu sagen? Ansonsten, ja, wir machen dann kurz weiter und ich bedanke mich, dass du da warst, Thomas. Ne? Ja, ich wollte nur ganz kurz was sagen und zwar diese Qumran-Rollen, da wurde durch die Jesaja-Rolle gefunden und ich habe gehört, dass ein Wissenschaftler das ausgewertet hat und hat gesagt, dass diese Jesaja-Rollen, was dort steht, zu dem, was in der Heiligen Schrift steht, nur minimale Abweichungen gibt, der auch keine Bedeutung hat, also Abschreibfehler und sowas. Ne? Und da sieht man eigentlich daran, wie authentisch eigentlich die Heilige Schrift überliefert worden ist. Ne? Das genau, wissen wir. Wir wissen alle. Wir wissen alle, dass die Jesaja-Rollen, dass die eins zu eins. Die ist so in Jerusalem ausgestellt, oder? Oder in Ägypten? Oder wo sind die ausgestellt? Wer weiß nicht. Das war, glaube ich, in Ägypten, wo sie das gefunden haben. Ägypten muss es, glaube ich, gewesen sein. Ah ja, und dort ist er quasi auch ausgestellt in so einem Panzerglas auf so einer riesengroßen, also halt Litfaßsäule. Die kann man so also rumgehen. Da habt ihr schon mal und ein Video gesehen. Aber guck mal, egal wie viel Beweise wir diesen Menschen liefern, die werden niemals daran glauben. Warte kurz, du kannst gleich reden. Warte kurz, ganz kurz. Egal wie viel Beweise wir denen liefern, die werden nicht daran glauben. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, es ist auch gut so, weil solche Menschen oder generell solche Seelen brauchen wir oben im Himmelreich nicht. Bevor wieder der nächste Krieg ausbricht, das passt eigentlich. Da müssen sie hin, da wo sie hin müssen und fertig. Es ist schon richtig so. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Das sind Herzen, die gehören einfach nicht dahin. Fertig. Das ist Fakt. Bruder, warte, ich wollte nicht. Öffne dein Herz. Gottes Liebe. Ja. Guck mal, Bruder, ich hatte gerade so einen Vers, Hadith genommen wegen Türkei und ist das und so. Guck mal, was ihr nicht versteht, ihr liest eine Sache und ihr interpretiert, wie ihr das wollt. Das steht ja, das wird ja betont, wann man das du darf. Du interpretierst das, wie du willst. Allah hat Kannst du mal bitte kurz ruhig sein? Dann kannst du auch reden, alles gut. Guck mal, es geht da, das steht da drinnen, wenn man in gezwungen wird. Beispielsweise, du bist in einem Land. Jetzt hat jeder Redezeit. Das ist viel einfacher. Da redet auch keiner rein. Man hat auf jeden Fall gemerkt, ist ein Pharisäer. Er leugnet die Schrift Allahs wie der andere. Wir haben jetzt gleich auf jeden Fall 2 Minuten Showtime Hollywood.
liebe Leute, von Iman 95, der die Schrift wieder leugnet. Wie der andere, wie der vorherige. Also Iman 95, wir können die Schrift dann gleich nochmal mit dir durchgehen. DC, gib mir den Hadith. Ich möchte gerne nochmal erstmal hören, was er zu sagen hat, was er überhaupt sagen möchte. Ist ja gerade reingeswitcht. Lassen wir ihn gleich mal seine 2 Minütchen reden und danach gehen wir darauf gerne ein. Also, liebe Leute im Chat, bleibt auch alle respektvoll, ne? Wenn wir hier Modis drin haben, die auch Leute beleidigen, bitte sperrt die direkt raus. Heute wird nur die Wahrheit gesprochen. Leider waren wir vorher auf Israel-Thema. Jetzt sind wir leider ein bisschen abgewichen, aber Iman, wir machen das auf jeden Fall. Hier, Alexa, was Iman, sagst du denn dazu? Iman, der GFB hat gesagt, lass gut sein, das sind Huhsöhne. So reden die. Die haben unsere Generation beleidigt. Und Iman, du bist ein Ghanese. Du weißt ganz genau, worauf ich hinaus möchte. Deine Hautfarbe wird sogar beleidigt. Deine Generation wird sogar beleidigt. Wir werden sogar als Bimbo bezeichnet von diesen Pharisäern. Du folgst aber dieser Religion, Bruderherz. Ich sagte ganz ehrlich, Mann, wir sind Ghanesen. Wir haben ghanesisches Blut. Wir sind dieselbe Blutlinie, Bruderherz. Du bist auf einem ganz falschen Weg, Iman. Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder. Du bist Ghanese, ich bin Ghanese. Wenn ich mit dir rede, ich sag dir die Wahrheit, Bruder. Höre doch nicht, was die sagen, Mann. Was ist los mit dir, Mann? Seriously. Allah sagt Rosinenköpfe zu solchen Menschen, weißt du? Das ist schrecklich. Dieser kleine Jahil da, dieser Young Us oder wie auch immer der heißt, ey. Weg mit dir. Jetzt Thomas Grebe. Thomas, hallo. Ja, jetzt hallo, okay, alles klar. Ich wollte mich jetzt nochmal kurz auch jetzt wieder verabschieden, wünsche euch alles Gottes Segen. Darf ich nochmal kurz Werbung machen? Morgen ist eine Kundgebung von vom Michael Stürzenberger gegen den politischen Alarm Islam-Solidarität mit Israel in Nürnberg von 12 bis 17 Uhr auf dem Lorenzplatz, also vor der Lorenzkirche in Nürnberg. Okay. Da bin ich auf jeden Fall morgen dabei, mit ein paar Christen auch, und werden ihn da unterstützen. Alles klar. Okay. Ja, okay. Dem bedanke ich mich. Dank. Jawohl, ich bedanke mich auch, Gottes Segen weiterhin, und danke für deine Aufklärung. Ich habe schon sehr, sehr viel von dir lernen dürfen. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Super, super. Thank you. Guck mal, erstmal, moin. Erstmal, Danilo, habe ich jetzt gar nicht geleugnet, was du gerade gesagt hast, sondern ich habe dir erklärt, bei unserer Religion gibt es eine Bedingung, wenn du eine Sache machen möchtest. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass du, wenn du jetzt in Gewahrsam genommen wirst von irgendwelchen Leuten, ne, und die sagen, du sollst den Prophet beleidigen, damit du freikommst, ne, das ist ja, das heißt, du wirst gezwungen, dann darfst du diese Sachen machen. Was ist daran Verwerfliches, dass er das erlaubt? Sondern dass er sogar bring sagt, bitte, wenn, bring bitte die Quelle, bring bitte die hat, Quelle. Ich bin doch selber doch gerade noch genannt. Ich bin das doch gerade euch vorgelesen. Ihr hört ihm selber nicht mal zu, was dir da vorliegt. Er hat vorgelesen, dass der Prophet gesagt hat, wenn jemand euch gewahrsam nimmt oder ihr seid in einer Not, wo euch befehlen wird, mich zu beleidigen, dann beleidige mich. Ne? Das sagt Mohammed sallallahu alaihi wasallam, aber das sagt ganz bestimmt kein Gott. Warum? Gott ist derjenige, der Leben nimmt und nicht der Mensch. Mal, warte, Bruder, du hast gerade gesagt, Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, richtig? Und er hat so gesagt, guck mal, er sagt ja, wenn jemand mich beleidigt, dann, wenn jemand sagt, ihr sollt mich beleidigen, dann, wenn ihr in Not seid und jemand sagt, ihr sollt mich beleidigen, dann beleidigt mich, ne, damit ihr von diesen Personen freikommt. Das heißt, was ist daran Verwerfliches? Sag mir das mal bitte. Was ist für Verwerfliches? Sag mal. Nenn uns bitte ein Hadith oder ein Tafsir, bitte. Ich hab doch gerade noch den Hadith selber gerade genannt. Das stand doch da drin in diesem Hadith. Dass der gesagt hat, beleidige mich, wenn ihr gezwungen wird, dass ihr mich beleidigen sollt. Hauptsache, ihr habt das nicht im Herzen. Das so. Hat er doch selber doch davor gelesen. Und was versteht man? Wenn man Ade, Bruder? Ade, Ade, was Guck mal, ihr verwirrt damit die Leute.
Das ist nicht schön, weil Bruder, was sweating, was sweating, nicht schlechtes gesagt, was sweating, nicht schlechtes gesagt. Da wird gesagt, wenn man nur zeigt, dann beleidigen. Wenn man was sweating, pa, ihr kann es immer und ihr was sweating. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, liebe Grüße erstmal an dich und deine Community. Ich finde, der Stream ist hochinteressant für Menschen, die zuhören können und auch verstehen können. Und danke für eure Aufklärungsarbeit, denn in meinen Augen beziehungsweise in meinen Ohren ist das wirklich Aufklärungsarbeit. Und ich will auch gar nicht in die Thematik so rein, weil ich mich auch nicht so hundertprozentig mit suchen und Religionen auskenne. Aber ich gehe halt nach den Fakten und Fakt ist, es wird jedes Mal ein Attentat im Namen von Allah verübt. Und da braucht man auch keine Suren oder so aus, wenn ich kenne aus dem Koran oder irgendwas, Kontext, was weiß ich was, diese ganzen Ausreden. Und dagegen muss halt was getan werden. Und ich finde, die Hamas war auch der Dosenöffner für den ganzen Krieg. Und das ist zu verurteilen. Nichtsdestotrotz will ich sagen, dass halt eben Unschuldige hier umkommen, auch auf beiden Seiten. Und es gibt bei Kriegen, hast du immer Verlierer. Ja? Und man darf halt nicht so blauäugig sein, nur für die eine Seite, sondern auch muss für beide sprechen können. Aber man muss halt sehen und sehen, dass die Hamas halt damit angefangen hat. Und Israel hat halt das Recht, sich zu verteidigen. Weil keiner von euch lässt sich auf der Straße verprügeln und guckt nur zu oder bedankt sich dafür. Also bitte aufhören mit der Heuchlerei. Seid ehrlich zu euch selber. Vertritt immer die Wahrheit. Vertritt immer den Frieden. Und dann seid ihr auf der richtigen Seite. Da brauchen wir keine Suchen zu kennen und nichts. Sondern Fakt ist, die verüben tagtäglich. Moritz, danke fürs Teamherz-Clown. Liebe geht raus. Hey, Flex. Matt, mein Bruderherz. Habe ich jetzt 2 Minuten? Na klar. Also das Erste, ich fand das ganz toll gerade. Es zeigt sehr viel über die Natur Gottes im Islam und im Christentum. Die Natur Gottes im Islam, du darfst lügen, du darfst doch den Propheten beleidigen, wenn es dir dient, wenn du unter Druck kommst. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor Gott bekennen. Und wer mich vor den Menschen verleugnet, der wird vor dem Vater verleugnet werden. Und das zeigt, dass wir Christen aufgerufen sind, für Gott zu stehen, auch wenn es harte Zeiten gibt. Wir dürfen, richtig. Wahrheit ist für uns Wahrheit. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Im Islam darf ich tatsächlich in 3 Begebenheiten lügen. Das ist Al-Tirmidhi 1862. Lying is not permitted, except in 3 cases: a man speaking to his wife to make her happy, lying at times during war, lying in order to reconcile between people. Und diese, wow, 3, und das soll von Gott kommen. Alles klar. Genau. das heißt, ich darf meine Frau belügen. Zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe eine Frau und ich möchte gerne eine 2. Dann brauche ich hier das nicht zu sagen. Das ist explizit, ganz klar Teil des Islams. Da gibt es auch Ayas, die das sagen. Also ich darf meine Frau belügen und darf dann eine 2. nehmen, ohne dass sie das weiß. Ich darf eben, im Krieg ist alles erlaubt. Und der Krieg ist ja im Islam ein weiter Begriff, ja. Das heißt, der Begriff kann ja auch ein Glaubenskrieg sein, also der muss nicht ein theologischer Krieg sein. Das ist also nicht alleine jetzt ein physischer Krieg. Es ist der. Erstens dieser Matler, ich weiß nicht, was er sich von sich gerade ergibt, dass man die Frauen belügen darf. Belügen, was ist damit gemeint? Ich erkläre dir jetzt mal, belügen, was ist damit gemeint? Du hast eine Frau. Du hast eine Frau beispielsweise und du gehst mit deiner Frau spazieren. Und da ist beispielsweise eine andere Frau, ne, die hübscher ist als deine Frau. Und deine Frau ist beispielsweise gekränkt, sagt, oh, guck mal, wie hübsch sie ist, dies, das. Ne? Und du weißt ganz genau, dass deine Frau nicht so schön ist, vielleicht dass deine Frau nicht so schön ist für sie. Dann sollst du zu deiner Frau sagen, Schatz, für mich bist du die schönste Frau.
Das ist damit gemeint. Mit okay, stopp. Na, stopp, nicht, ganz kurz. Okay, sehr schön. Ja, sehr schön, was du gesagt damit hast. Damit deine Frau das ist, ihr Herz weiß. Iman, Nafri, das ist deine Philosophie. Bring eine Quelle. Du sagst was, du lügst, damit du ein Mensch. Ja. Nafri, hat er doch Nafri, gesagt. Du philosophierst hardcore. Ja, ja. Bring Bruder, eine Quelle, wo drin steht, ja, das ist die gesagt, Frau, wenn Bruder, so Frau. Bring die Quelle. Bring die Bruder, Quelle. Guck mal, du darfst in Bedingung deine Frau anlügen, indem du ihr was Schönes sagst. Du bist für mich die schönste, die bring schönste eine Frau Quelle. Der Welt. So was ist damit gemeint. Bring eine Quelle. Ich bin nur gerade bearbeitet, deswegen habe ich gerade nichts, aber ich will dir nur erklären, das ist damit gemeint. Die Leute nehmen eine Sache und dann interpretieren die wieder. Ja, du darfst die Frau so anlügen. Das ist in schönen Dingen gemeint. Dass du deine Frau sagst, für mich bist du die schönste Frau. Für mich, du hast die schönsten Augen. Dass du so welche Sachen zu deiner Frau sagst, obwohl du weißt, dass sie nicht die schönsten, dass sie die schönsten Augen hat, aber dafür, wenn du was ihr sagst, die fühlt sich gut. Verstehst du? Dass sie fühlt sich geschmeichelt. Und das ist damit gemeint. Bruder, bitte, Tom, ihr wollt unsere Religion erklären. Mit Urin, Bruder, guck mal, mit Urin. Okay, Kamelurin, wenn das erlaubt wäre, was wäre das Problem? Vielleicht heilt diese Kamelurin ja Krebs. Weißt du das? Google mal, was Kamelurin macht. Bitte, bevor ihr redet. Google mal. Wow. Bruderherz, du kommst aus Ghana. Bruderherz, du kommst aus Ghana, Mann. Was ist mit dir passiert, Mann? Es tut Mann? Mir echt leid für deine Seele, dass du dich da noch rechtfertigen willst. Guck mal, auch wenn du das behauptest mit deiner, dass man Frau so anlügen darf, dass man lügt überhaupt nicht. Welcher Gott ruft zur Sünde auf? Verstehst du, das geht es nicht in dein Gehirn rein. Was ist denn los mit euch? Was seid ihr denn für Pharisäer, die modernen Pharisäer von heute? Guckt es euch bitte an, liebe Leute. Keine Moral, kein Respekt, keine Liebe, kein Anstand. Ihr habt nichts gelernt, nicht mal von euren Eltern anscheinend. Das sind Grundkenntnisse, die jeder Mensch eigentlich in sich haben muss. Okay? Man lügt gar nicht. Und wenn das irgendein Fake-Gott einen das vorsagen möchte, dann verlasse ich diesen Fake-Gott, aber ganz schnell. Und wenn ich dann über Pädophilie höre, TikTok sportlich, und die ganzen anderen Dinge, das ist ja noch eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit ist das mit diesen Lügen. Frauen haben... Aber eins muss ich sagen, Bruderherz, seit du... Guck mal, an Nafri, seit du hier oben bei mir bist, Bruder, du hast noch nie eine Quelle gezeigt. Du hast nur philosophiert. Eins nach dem anderen, Bruderherz. Du merkst selber nicht, dass das eine Katastrophe ist. Frauen im Islam tun das Gebet beschmutzen, annullieren. Ein schwarzer Hund, ein Esel und eine Frau werden auf die gleiche Stufe gesetzt. Mein Lieber, du redest hier von Islam, wir kennen uns nicht aus, bla bla bla. Hast du überhaupt mal selber gelesen? Hast du mal Hadithe, Tafsire gelesen oder deinen Koran in die Hand genommen? Ich glaube nicht. Du bist ein Takia-Boy, der den ganzen Tag lügt. Du sündigst bestimmt den ganzen Tag, so wie gerade auch die ganze Zeit. Und jetzt will dieser... Also lieber Imam 95, der Punkt ist der, das Lügen in der Ehe, da geht es nicht um die kleinen Notlügen oder ob ich meine Frau hübsch finde oder nicht, sondern es geht ausdrücklich darum, dass es hier in einer Polygamie eine Frage zum Beispiel ist, die behandelt wurde, und da gibt es dann auch Gesetzgebungen innerhalb der Scharia. Darf ich meine Frau belügen, wenn ich zum Beispiel eine neue Frau heirate, ohne dass sie das weiß oder will? Und das sind die Hauptthemen, um die es hier geht. Das andere, das ist einfach Pillepalle. Sondern es geht genau um dieses Thema, darf ich meine Frau belügen? Darf ich eine andere Frau heiraten, ohne ihr Wissen? Und da gibt es dann Bedingungen, die aufgestellt wurden. Ich muss also meine erste Frau ordentlich versorgen, sie braucht eine eigene Wohnung etc. Und in dem Fall dann darf ich sie belügen und darf eine zweite Frau heiraten. Und die erste braucht das nicht zu wissen. Und ganz sicher ist ihre Meinung dort nicht gefragt, sondern ich kann das ohne ihr Willen tun. Heißt nicht, dass alle Muslime das machen. In der Regel sind die Muslime besser als ihre Gesetzgebung und als ihr Prophet. Deshalb ist das nicht, was Muslime tun, sondern was sich laut der Scharia darf. Und die Scharia basiert auf die Hadithen und auf das Lebensbeispiel von Mohammed und auf dem Koran. Und hier haben wir die eindeutigen Hadithen, die das sagen, dass diese Lügen auf den drei Leveln erlaubt sind. Ich habe fertig. Ja, Mats, du hast noch 28 Sekunden, alles gut. Oh,
Ich habe noch 28 Sekunden. Ja, und die anderen beiden sind ja auch nicht besser. Also wenn ich jetzt zwei Parteien habe und ich belüge die Parteien, damit sie sich vertragen, ist das auch nicht auf Wahrheit gebaut. Das erlaubt die Bibel auch nicht. Und der Dritte im Krieg, Lügen, ist für uns, den uns befohlen wurde, unsere Feinde zu lieben und ihnen Gutes zu tun, sowieso eine ganz unproblematische Sache. Wir tun das einfach nicht. Okay. Und da merkt man wieder, dass ihr wieder versucht, irgendwelche Sachen zu verdrehen. Guck mal, er sagt gerade selber, wenn zwei Parteien sich streiten, ne, wenn zwei Parteien sich streiten, ne, damit die beide deren Herzen weich werden, darf man nicht sagen, ey, guck mal, der hat über dich gut geredet, der hat über dich gut geredet. Ist das nicht was Schönes? Ich frag dich mal, vielleicht, ist das nicht was Schönes, wenn man das macht? Bruder, was meint die? Das ist das Problem. Nein, warte, Bruder. Ist es was Böses, wenn du dich mit deinem Bruder dich streitest? Na, und ich bin euer Freund, beispielsweise. Und ich sage, was mal, für mein Freund? Bist du nicht? Bist sind wir keine Bruder? Brüder? Sei mal kurz mal ruhig. Sind wir keine Brüder? Sei mal kurz ruhig. Ich habe gesagt, wenn du dich mit deinem Bruder streitest und ich komme und ich kenne euch beide und ich sage dann zu dir, ey, Flex, der hat nur Gutes über dich geredet. Dann sagst du zu dem Person B, guck mal, Flex hat auch nur über dich Gutes geredet. Vertragt euch. Ne? Damit man sich nicht streitet. Ist das nicht was Gutes? Dass man so welche Sachen anwenden und den Propheten schlecht machen oder unsere Religion schlecht machen, weil die Religion spricht, damit man sogar in dieser Situation, damit man beide Seiten ein Herz, die Herzen weich machen kann, darf man die Person sagen, ey, der hat was Gutes über dich erzählt, guck mal, der hat was Gutes über dich erzählt. Ist das nicht was Schönes? Ist es nicht Udi, was Schönes? Das frage ich dich, Bruder. Mit mir, Kassa. Mit mir, Kassa. Nein, sag mal ehrlich, guck mal, da merkt man, damit Ade unsere Religion schlecht zu machen. Das ist doch nicht schön. Das ist doch nicht schön. Ey, Religion Religion. Und dann jetzt sage ich dir mal was. Jetzt sage ich dir mal was. Guck mal bei uns, warum Allah sagt zu euch Christen, ihr seid irregeleitet. Warum seid ihr irregeleitet? Damit man, weil ihr kein Wissen habt. Ihr verdreht alles. Ihr nehmt uns Religion. Na, Bruder, nein, ihr nehmt. Oh, Alter, ich weiß nicht, was mit meinem Bruder passiert ist, Mann. Iman, du verstehst es falsch. Ich weiß nicht, was mit meinem Bruder passiert ist, Mann. Du gehst es ein bisschen falsch an. Du, guck mal, wenn du Jesus doch auch kennenlernst. Warte, Danilo, weißt du, was sehr schlimm ist? Danilo, weißt du, was sehr, sehr schlimm ist, Danilo? Das ist mein Landsmann. Wir sind Brüder. Normal, ich verstehe das. Das ist mein Landsmann. Egal, was ich ihm erzähle, der Bruder will kein einziges Wort glauben. Der wurde komplett Gehirn gewaschen. Ich bin ehrlich zu dir. Iman, Bruderherz, du musst wissen, du weißt nicht mal, ob deine Seele gerettet wird. Von Allah schon mal gar nicht, erstens. Zweitens, du bist ein Bruder von uns allen. Gott will dich oben im Himmelreich sehen. Du bist auch deswegen hier in diesem Channel, glaub mir das. Aus irgendeinem Grund bist du hier drinnen, nicht aus Jux und Dollerei. Damit du die Wahrheit siehst, öffne deine Augen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, mein Lieber. Lest doch erstmal, was ihm wichtig war. Was war Jesus überhaupt wichtig? Schlag die Bibel auf, lest selber. Und dann kannst du doch sehen und dann immer noch urteilen. Was wollte Jesus uns sagen? Was hat er uns vermittelt? Was war seine Botschaft? Wie hat er gehandelt? Wie ist er zu Leuten gewesen? Hat er jemandem was Böses getan? Hat er jemals gelogen? Nein, er ist sündlos. Daran musst du doch schon erkennen, Gott lebt schon in ihm alleine, weil Gott kann nicht mit Sünde sein verbunden. Fertig, so ist es. Und Gott liebt dich, Iman. Ich hoffe, du bist uns auch nicht böse, wenn wir hier die Schriften des Islams aufdecken und das halt mal die Wahrheit des Islams. Er leugnet alles. Halt, egal was. Er halt leugnet ja alles. Du bist gefangen in der Ecke. Du bist halt leider. Also, letzte Runde für mich zu dem Thema. Nein, in Verhandlungen geschickt sein braucht keine Lüge. Ich kann natürlich gewisse Dinge betonen, ich kann auch Sachen herausstellen, ich kann auch Sachen in Forderungen stellen, ich muss dafür nicht lügen.
Damit ist das auch nicht gemeint. Lüge ist wirklich, wenn ich bewusst die Unwahrheit sage. Wenn ich auf alte Zeiten zurückkomme in einer Mediation oder auch mal Sachen rausstelle, ist das keine Lüge. Lüge ist bewusst die Unwahrheit zu sagen. Das ist schlecht auf allen drei Ebenen. Es ist schlecht bei der Mediation, es ist schlecht bei der Ehefrau. Man zerstört jegliches Vertrauen, dass ich aufbaue mit meiner Frau und meine Frau mit mir. Lügen zerstört immer Vertrauen, besonders wenn es dann irgendwann rauskommt und wir wissen, die Wahrheit kommt immer raus, das ist eine Regel. Und wenn sie dann am jüngsten Gericht rauskommt, und drittens ist Lüge im Krieg auch verkehrt, weil Lüge im Krieg genau den anderen, also wenn ich die Erlaubnis von meinem Gott habe, den anderen zu belügen, zeigt das schon die Stellung, die der andere Mensch für uns hat. Und das ist der Unterschied zwischen dem Islam und Christentum. Wir sehen in dem anderen keinen Feind, wir sehen in den anderen keine mindere Kreation. Wir haben diese Sprache gar nicht in dem, was Jesus uns beigebracht hat. Und deshalb würden wir auch den anderen nicht belügen. Ehrlichkeit ist einfach der richtige Weg. Und das ist der Weg. Deshalb sagt auch die Bibel, dass das Gesetz durch Moses kam, aber Wahrheit und Gnade kommt durch den Christus. Es wird in uns. Wir sind Kinder, die die Wahrheit lieben. Wir folgen dem nach, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und nur durch ihn kommen wir dadurch auch zum Vater. Und deshalb haben wir auch diese enge Beziehung zum Vater. Das ist der Unterschied. Und das ist einfach der bessere Weg. Und ich lade dich ein, beschäftige dich mal mit dem besseren Weg zu einer echten, tiefen Beziehung zu deinem Schöpfer und nicht mit dem Weg, der hier immer dann verteidigt werden muss und krumme Wege hat. Und wo du uns dann sagst, wir sind fehlgeleitet, während wir sagen, wir haben die Wahrheit. Wie gesagt, mir geht es einfach nur darum, dass man einfach, hört ihr mich? Wir hören dich. Hört ihr mich? Okay, guck mal, mir geht es einfach nur darum, dass man irgendwelche Hadithe nimmt, Koranverse nimmt und die so interpretiert, wie man will. Ne? Oder dass sogar die du Lehrer hast nicht zugehört. Ich habe zugehört, ne? Aber nein. Erstens das, was da drin steht, keiner sagt, dass wir Bruder, die Schahada hat mir nicht gut getan, Grund. Bruder. Was? Bruder, die Schahada hat mir sogar sehr, sehr gut getan. Glaub mir. Die Schahada hat mir so sehr, sehr gut getan. Und ich hoffe einfach, dass jeder von uns, ne, du, Bruder, du machst deinen Kopf runter. Ich hoffe auch, dass du irgendwann du selbst, Bruder, aus dem Islam wirklich kommst. Und wirklich, weil wirklich Islam ist die wahre Religion. Egal, was die Menschen sagen, egal, wie die Menschen sich versucht zu verdrehen, Islam wird immer wachsen und wachsen. Du siehst selber, wie diese Religion wächst. Verstehst du, was ich meine? Wenn es wirklich eine Lüge ist, wenn so viele Menschen die Religion nicht annehmen, viele Menschen würden diese Religion nicht annehmen, wenn das so wäre, wie ihr das so hinstellt. Verstehst du, was ich meine? Und das ist einfach, das finde ich einfach nur traurig, dass man versucht, guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Wir Muslime, wir sagen sogar, wir glauben an Jesus, wir glauben an Abraham, wir glauben an Moses, wir glauben an Noah, wir glauben an alle Propheten, an die ihr auch glaubt. Sagen wir auch. Aber ihr sagt, nein, wir glauben nicht an Mohammed. Für uns ist so, guck mal, wer hat recht? Überlegt einfach nur. Denkt mal ein bisschen nach. Na, wie erste Kapitel, zweite Kapitel, dritte Kapitel. Irgendwann gibst du wieder ein Spiel bei Netflix, gibst du eine letzte Staffel. Ne? Und das der letzte ist der Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und er wird gegen euch sprechen, wenn ihr nicht die Religion annimmt. Er wird gegen euch sprechen und Jesus wird auch gegen euch sprechen. Indem ihr Jesus so Sachen in seinen Mund, in euren Mund nimmt und sagt, Jesus hat das gesagt, Jesus hat das gesagt. Obwohl Jesus diese Sachen nie gesagt hat. Jesus wird euch gegen euch Christen am jüngsten Tag gegen euch umkehren und sagen, ich habe mit diesen Menschen nichts zu tun. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Die haben das selbst gemacht. Deine Imame haben dir echt was Falsches beigebracht. Oh Allah. Bruder, du bist Ghanese. Man hat dir komplett. Bruder, du bist mein Bruder, aber ich sag dir ehrlich, Bruder, du hast ein Brainwash von Sokrates bekommen, Allah. Püh! Brainwash von Sokrates. Oder? Das war alles Philosophie, das hat gar nichts mit dem Islam zu tun, was er da geredet hat. Also ich muss mal ehrlich sagen, traurig, traurig. Was ist los mit dir, mein Lieber? Oh, worauf soll ich denn eingehen? Was hat der denn da gerade geschwafelt für einen Unsinn? Also ich bin ganz ehrlich, also bisher noch gar keine einzige Quelle bekommen. Aber Bruderherz, ich spreche... Me kanu organa kasa. Sorry Leute, ich rede jetzt auch erstmal auf meiner Sprache. Die me kachro unu, eye no kre. Me new bia uchantro. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Der allerletzte. Min chantro. Ba baby a uwa no. Enye nice. Eye no kre pa me kanu. So usura.
Bompaye, because wir baby wissen, was, was wir sagen sollen, aber er ist so verblendet, man kann ihm nicht mehr helfen eigentlich. Er glaubt ja wirklich so danke. Ein Schwachsinn von Mohammed ist er, hallo, also keiner kann glauben, dass ein Gott ein Puff da oben mit 72 Jungfrauen dann am Ende gibt und keine Ahnung, was der Geier, also wenn man das wirklich glaubt in seiner Vorstellung, dann tut's mir leid für diese Seele, die ist verloren. Sure 65, Vers 4 geht an die an kleine Kinder, das ist verloren, das ist gegen die Menschheit. Gegen die Menschheit ist es einfach nur. Das sind ja keine Menschenrechte mehr. Traurig. Ich gehe mal auf dieses Argument ein, dass du sagst, Mohammed ist die letzte Folge in einer Serie. Das Problem ist, dass Mohammed am Anfang tatsächlich geglaubt hat, er kann die Christen und auch die Juden auf seine Seite ziehen und sie davon zu überzeugen, dass er ein Prophet ist. Die haben das durchblickt und haben ihn als falschen Propheten identifiziert. Da war der Schaden aber schon angerichtet, denn er sagt in seinem tollen Koran, dass Allah das Evangelium offenbart hat. Dummerweise hat man dann irgendwann auch entdeckt, leider erst viel später, für den Islam leider, dass das Evangelium komplett den Koran widerspricht und da die tatsächlichen Botschaften und Worte von Jesus drin sind, dann versucht man heute krampfhaft in irgendeiner Art und Weise zu sagen, oh, das ist verfälscht, das ist verfälscht, das ist verfälscht. Der Koran sagt es nicht einmal, der Koran bestätigt ausdrücklich das Evangelium. Er sagt sogar, wir sollen Mohammed in dem Evangelium finden. Er sagt, wir sollen uns danach richten, wir sollen nach dem Evangelium richten. All das ist das Evangelium, das Injil, das es gab, das Evangelium im Lateinischen, das damals kursiert ist. Wir haben das Evangelium, es widerlegt eindeutig den Koran. Dort sind die wirklichen Worte von Jesus drin. Der Koran kommt aus diesem Catch-22 nicht mehr raus. Das ist eine Stellung, in dem entweder der Koran Recht hat und das Evangelium ist unverfälscht und es widerlegt den Koran, oder das Evangelium ist verfälscht, dann bestätigt der Koran ein verfälschtes Evangelium, dann hat der Koran auch Unrecht. In keinem Fall kann der Koran das überleben. Und dementsprechend hast du eine Situation, dass du an einen falschen Gott glaubst, von einem falschen Propheten, der nirgendwo in der Bibel vorkommt, der nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Sie sind in ihrer Art und Weise komplett unterschiedlich. Sie kommentieren anders, sie haben andere Werte. Der Gott der Bibel ist nicht der Gott des Koran. Das ist eine eingeschobene Sache, die probiert, eine kulturelle Aneignung oder eine religiöse Aneignung von Schriften, die nichts mit ihm zu tun haben, verlasst den Islam. Wow, Matt ist ein richtiger Löwe. Auf dieser theologischen Ebene zu reden, das ist heftig. Das muss man erst mal gucken. Ich bin gerade, Flex, du weißt ganz genau, wir haben schon mal schon öfters debattiert, ich habe euch auch Koranvers genannt. Na, wo Allah selber. Du hast uns noch nie eine Quelle genannt. Oder warum lügst du gerade? Zeig mir eine Quelle. Okay, dann zeig mir eine Quelle zu diesen Urin-Geschichten. Was für eine Quelle? Die Quelle habt ihr doch selber noch vorgelesen. Keine Leute die Quellen. Okay, man kann mit Urin trinken, wenn der Professor Laus dann so gesagt hat. Okay, dann soll ich dir einen Vers zeigen, wo Satan auf Mohammeds Ohr uriniert hat? Soll ich dir diesen Vers geben? Würdest du auch sagen, nein, das war nicht so? Guck mal, ich habe gerade gesagt, ich habe das gerade bestätigt, ich habe dir gesagt, Kamelurin, ne, wenn der Professor Laus dann gesagt hat, dass man Kamelurin, ich betone das sogar, trinken darf, ne, dann hat das auch eine, hat es eine Bedeutung, dass man trinken darf. Deswegen habe ich gesagt, okay. Wenn du das wissen willst, warte mal bitte, wenn du wissen willst, ob Kamelurin schlecht ist, dann guck doch einfach, was die Wissenschaft sagt über Kamelurin, ob das wirklich Krebs heilt oder nicht. Dann hast du deine okay. Antwort. Dann werde ich dir Krebs. Guck mal, ich kaufe dir Kamelurin. Okay. Ja. Okay, ich kaufe dir Kamelurin, Bruder Herz, aus Arabien. Ja. Ich lasse es extra hierher importieren, Bruder. Ich komm zu dir, Bruder Herz, trink das. Okay? Ich zahle das. Ich bezahle das. Bruder, nochmal. Guck mal. Es heilt Krebs, hast du gesagt. Es heilt Krebs. Du bist kein Wissenschaftler, richtig? Bist du ein Medizintätig? Bruder, ich kaufe dir Kamelurin und dann komme ich, du trinkst es. Habibi, bist du mit Medizintätig? Nein, bist du nicht. Deswegen frag die Leute, die in dieser Branche tätig sind, frag die, ob Kamelurin Krebs heilt oder nicht. Da würdest du deinen Antrieb finden, Bruder. Weißt du, was ich meine? Iman 95, zu lustig. Zeig mir einen Wissenschaftler, der das untermauert.
oder ein, das macht nur ein Islamwissenschaftler. Da gibt es vielleicht einen einzigen, alle anderen westlichen oder anderen Wissenschaftler und Ärzte tun dem widersprechen, das sage ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit. Kamelurin mit Milch. Also nicht sehr lecker. Ne? Und wir sehen auch, wie der Mohammed immer wieder gegen die Ungläubigen redet. Alles Andersgläubigen. Er hasst sie, er tut sie als die schlechtesten Geschöpfe. Das tut doch kein Gott. Kein Gott tut andere Menschen, also sein eigenes Geschöpf hassen. Das wäre ja paradox. Deswegen kommt zum wahren Weg. Jesus Christus, der liebt euch, der liebt jeden Menschen. Wir sind nicht besser als die Muslime und die Muslime sind nicht besser als wir. Das müssen wir auch nochmal ganz klar sagen. Wir sind alles Sünder. Wir sind auch nur errettet aus der Vergebung von Gott her. Wir können uns nicht selbst reinwaschen mit guten Sünden, mit guten Taten. Unsere Sünden können wir niemals reinwaschen. Das kann nur Gott uns vergeben, indem wir Jesus Christus bekennen als den Herrn. Und ja, liebe Leute, deswegen vergesst diese Worte niemals. Lest die Bibel, lest den Koran, lest die Hadithe, lest die Tafsire von mir aus. Entscheidet selbst, das ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Dunkelheit. Das sieht man ganz klar. Takia, auch schon das alleine, dass man lügen darf. Und ja, die Muslime leben hier auch nicht in Unterdrückung. Sie leben hier in Saus und Braus. Sie haben, müssen gar keine Angst vor den Christen haben, weil wir leben in Nächstenliebe. Und somit ist ihr auch unbegründet, ihre. Gottes Segen erstmal an alle. Und Gottes Segen, Venezianer, Bruderherz. Also ich hätte erstmal eine Frage in die Runde. Und zwar habe ich mir das gestern gestellt. Es gibt ja mittlerweile recht viele Debatten auf TikTok. Und man muss sich erstmal den Kern fragen, wieso machen wir das alles? Ich finde, wenn die Motivation ist von den Einzelnen, die Suche nach der Wahrheit, dann ist das alles berechtigt. Wenn man aber nur wie eine Mauer ständig rumspringt und von einem Thema zum anderen und immer wieder was Neues rausholt, dann ist es eigentlich ein Anzeichen für mich, das kann man auch nicht leugnen, dass ein Mensch, der sich so verhält, der sucht nicht die Wahrheit, der will nur das, was er seit er klein ist, kennt, verteidigen, weil er Angst hat, sich davon zu lösen, weil er Angst hat, gegen seine Familie zu gehen, weil er Angst hat, diesen schweren Weg auf sich zu nehmen und sich selber einzugestehen, hey, vielleicht ist alles, an was ich geglaubt habe, vielleicht falsch. Also ich bin bereit dazu, alles, was ich mir bisher aufgebaut habe, meinen inneren Tempel jederzeit kaputt zu machen und neu aufzurichten, alles zu hinterfragen. Und ich glaube, das geht nur, wenn man über ein Thema debattiert, zum Beispiel Iman. Vorhin hat der Matt echt ein interessantes Thema genannt, diesen Kreislauf, aus dem man eigentlich nicht rauskommt. Und also ich wäre an deiner Stelle da direkt drauf eingegangen oder dann weiter drüber geredet. Aber was hier halt ständig passiert, man springt von einem Thema zum anderen und das ist halt ein ganz klares Zeichen, dass man nicht auf der Suche nach der Wahrheit ist oder man ist noch nicht bereit dazu. Also das wollte ich einfach vielleicht mal in den Raum erstmal werfen. Stimmt ihr mir da vielleicht zu? Macht das Sinn, was ich gesagt habe? Absolut, ja. Ja, ja. Ich will die Meinung von den anderen hören. So, Matt. Ja, genau. Wir gehen mal aus dem Bereich der Unwissenden in den Bereich des Wissenden. Warum stellt das nicht scharf hier? World Health Organization, Eastern Mediterranean Region. Das hier ist eine Studie. Ah, der hat echt Schwierigkeiten mit dem Scharfstellen. Da. Use of camel urine für Krebspatienten. Ja. Observation, das ist eine Studie. Und hier unten ist dann die beschrieben. Ich scroll mal hier hin. Die Methode, das kann man sehr schlecht lesen, sorry. Die Methode ist, dass 20 Krebspatienten untersucht wurden. Im September 2020, ich hoffe, das könnt ihr erkennen. September 2020. Und dann, ich lese das mal auf Deutsch vor. Die Conclusion hier ist, Kamelurin hat keinen klinischen Vorteil bei auch nur einen der Krebspatienten, sondern im Gegenteil, es wurden weitere
Infektionen dadurch festgestellt. Die heißen Zoonotic. Ja, das sind also die übertragene Infektionen aus dem tierischen Urin. The promotion of camel urine as a traditional medicine should be stopped because there's no scientific evidence to support it. Das heißt, das Verbreiten von Kamelurin als traditionelle Medizin sollte gestoppt werden, weil es hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, dass es irgendwas nützt, sondern im Gegenteil, es hat Knockout Runde 3 für dich, Nafrige. Ja, es hat sogar zu Todesfällen geführt, dass die Leute früher gestorben sind. Das kann man alles nachlesen, das muss man nur googeln. WHO Kamel Urine Study und dann kommt man hier auf diese Seite der World Health Organization Eastern Mediterranean. Ich wette, Nafri wird World Health Organization auch widersprechen und sagen, nein, die lügen. I know. World Health Organization hat auch nicht recht, Nafri. Die lügen auch. Jetzt sind wir mal gespannt, Nafri. World Health Organization sind auch Kaffee, die lügen auch angeblich. Schau mal, wir lügen alle. Ich lüge, World Health Organization lügt, Matt ist ein Lügner, alle lügen. Bruder, ja, mal, let's go, Iman. Ja, let's go, Bruder, ich bin gerade auf der Arbeit, ne? Heute Abend komme ich mal live. Und dann können wir mal gucken. Ich sag dir ehrlich, Bruder, guck mal, es gibt wissenschaftlich ist es bewiesen, dass es wirklich Kamelurin wirklich beim vielen Krebsgehalt hat. Weißt du, was ich meine? Nur weil eine Studie das nein sagt, heißt nicht, dass die andere Studie auch dann mitgehen. Okay? Bruder, wie gesagt. World Health Organization, nein, Bruder. Bruderherz, was Bruder, hat man mit deinem Bruder, Gehirn bitte. Gemacht, Mann? Ja, was hat man mit deinem Gehirn gemacht, frage ich dich auch. Wie gesagt, ich komme heute Abend, ich zeige dir das dann. Es gibt wirklich viele Wissenschaftler, die bestätigt haben, dass Kamelurin wirklich Krebsorgehalt hat. Ne? Und wenn du das nicht glaubst, ist deine Sache. Verstehst du, was ich meine? Wenn du nicht glaubst, ist deine Sache. Und der andere hier, der erzählt, ja, wenn man in der Religion reingeboren wurde. Diejenigen, die Krebs haben, ich kaufe Kamelurin für die, die sollen das oder, trinken. Guck mal, und das, du verstehst das immer noch nicht, ne? Guck mal, wenn du mal überlegst, das haben die damals mit Dings auch versucht. Wie heißt die? Kennst du noch den schwarzen Naturheil, wie hieß der nochmal, aus Amerika, der auch alle viele Sachen bewiesen hat. Haben die Menschen das angenommen? Nein, die haben ihn sogar später darum umgebracht. Kannst du dich erinnern? Reden wir hier um Kamelurin oder über was reden wir jetzt? Nein, ich sag dir das nur. Viele Sachen werden auch vertuscht. Viele Sachen werden so verschwiegen, damit die Menschen es nicht benutzen und geheilt werden, sondern noch kranker werden. Und das ist das. Die Pharmaindustrie, die lebt davon. Das weiß man. Na, und wie gesagt, ich komme heute Abend, ich bringe dir die Beweise und hast du sie. Was willst du dazu Danielo. Noch sagen? Was willst du dazu noch sagen? Das ist, sie haben Augen aber, und sehen und sie haben Ohren und hören, aber und hören nichts. Ist schon traurig. Lieber, aber wir können ich ja finde es sehr sehen, traurig, dass mein Bruder. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass mein Bruder nicht auf mich hört. Ja, selber Landsmann, er vertraut mir einfach gar nichts, egal was ich ihm sage. Egal was ich sage. Das ist halt, weil du Kuffar in seinen Augen bist, ne? Ja. Das allein. Nein, also, ja. Schade. Ich finde das schade. Oh Mann, ich würde dir vorschlagen, reflektiere dich selbst. Was sind deine eigenen Moralvorstellungen? Und dann vergleiche das mit dem Koran. Und ich glaube, du wirst nicht mit auf einen Nenner kommen, weil alle Muslime, die heutzutage leben, sind, ich würde sagen, um tausendfaches besser als der Prophet, der damals lebte. Ihr könnt noch die Kurve nehmen. Ihr habt die Chance. Ihr habt alle ein Gehirn. Denkt nach, schlagt eure eigenen Schriften auf. Bitte. Ich bitte sogar darum, Gottes Segen auch auf euch, auf jeden Muslim. Wir lieben alle Menschen. Und ja, ich empfehle nur, lest die Schrift. Das kann nicht von Gott kommen. Sowas kann einfach nicht von Gott kommen. Fertig. Adam und Eva, Gott hat auch nur Adam und Eva erschaffen und nicht Adam und vier Frauen. Ganz einfache Philosophie. Da brauchen wir nicht freestylen oder irgendwelche Sachen uns ausdenken. Ja. Die Scharia ist es Gottes Gesetz und das kann nicht Gottes Gesetz sein.
Hallo nochmal. So, du wolltest, Horst? Hallo, schlafst du? Schlafen du? Nee, ne? Gut. So, jetzt habe ich deinen Beweis, den du haben möchtest, damit ich euch widerlege, ihr Verdreher. So, willst du zuhören oder nicht? Okay, Quelle. Sura 5, Al-Ma'ida. Okay. Okay, um was geht's denn? Welche Quelle war es nochmal, was wir vorhin nochmal besprochen haben? Ihr habt doch gesagt, im Koran steht es nicht, dass denen das Land nicht versprochen wurde. Doch, ich habe gesagt, das Land wird den Juden versprochen. Gott hat den Land das. Ja, ja, es ist ja das Gegenteil, was ich sage. Es ist ja das Gegenteil, was ich sage. Ich habe mich nur anders ausgedrückt. Verstehst du? Du hast gesagt, okay, sagen wir mal so, wie du es gesagt hast, du hast gesagt, im Koran steht, dass es den Juden versprochen wurde. Richtig? Israel, ja. Genau. Also Bani Israel. Okay. So, jetzt hört zu, ja? Oder wollt ihr das aufschlagen? Habt ihr den Koran da? Nee, ne? Genau, kann ich zeigen. Ja, Danilo wird es auch gleich zeigen. Aber lies uns das vor, weil dann haben wir ganz kleinen Widerspruch. Du musst mir allerdings so 2 Minuten Zeit geben, okay? Wenn es möglich ist. Weil das sind Vers, weil er hat, aus dem Kontext einfach rausgeschnitten, verstehst du? Rausgenommen und das weitererzählt. Und das tut ihr andauernd. So, egal. Ab 19 bis 26, wenn möglich ist, mein Freund. So, dann Leute, okay, o Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch nach einer Unterbrechungszeit in Klammern in der Reihe der Gesandten Klarheit zu geben, damit ihr nicht. Okay, Zeit vorbei. Transfermarkt, du bist dran. Ja, ich wollte fragen, warum hättet ihr gegen unseren Propheten und gegen unsere Religion? Was los? Okay, wa alaikum, was willst du? Ja, das ist meine Frage. Warum erzählt ihr hier die ganze Zeit? Wa alaikum, was willst du? Sag mal, Herr Resho, was ist los mit dir? Wa alaikum, du bist gerade auf deutschem Boden. Was willst du? Ich will, du, guck mal, du kannst deine Religion. Sind wir gerade in Arabien oder sind wir gerade in Deutschland? Lass mich schon mal ausreden, was ist los mit dir? Ich lass dich nicht ausreden. Bist du in Deutschland oder bist du in Arabien? Mein Jimmy, lass mich mal kurz ausreden, ja, was ist los mit dir? Sind wir in Deutschland oder sind wir in Arabien? Wir sind in Deutschland. Also, dann geh raus, Mann. Du hast hier nichts zu suchen, Mann. Wir haben eine Meinungsfreiheit. Wir können über alles reden, was wir wollen. Verschwende nicht meine Zeit. Get out. Don't waste my time. Gottes Segen, God bless you, all. Ich habe jetzt so ein bisschen gelesen, ja, Urin mit Milch, ja, und hier Medizin, viele Kulturen, den letzten Jahrhundert, jedoch ein wichtiger Ansatz, bla 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 bla, Urin verwendet, aber auch Tiere sind beliebte. So, aber hier steht von Milch nur, hier steht, dass Milch, ich muss schnell machen, weil vielleicht gibt es nicht so viel Zeit, Linderung und Heilung durch Kamelmilch wird nicht nur bei Laktoseintoleranz und anderen Lebensmittelallergien versprochen, auch bei Gallensteinerkrankungen, also hilft es, Hepatitis, Speiseröhrenentzündung, entzündliche Darmerkrankung, habe ich versprochen, wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa soll das helfen. So, sind chronische Krankheiten. Ja, aber hier steht nichts mit Kamelurin, dass es gegen Krebs helfen soll. Also nirgendwo steht das. So. Ja. Iman, Gottes Segen, Jesus Christus liebt dich trotzdem. Und wir auch. Es muss wissenschaftlich ja belegt sein, ist es aber nicht. Also derjenige, der Krebs hat, ich kaufe ihn Kamelurin, mixen wir mit Milch und dann schauen wir mal, ob die Person von Krebs geheilt wird. Das wäre wirklich sehr, sehr interessant, würde mich auch interessieren. Ne? Also wenn schon alleine Nafri sagt, es heilt ja Krebs, es ist wissenschaftlich. Kein Problem, Nafri, wenn irgendjemand Krebs hat, sag mir, wer das ist. Ich investiere darin, dass sie Kamelurin trinken. Ich bin dafür. Ich bezahle gar das. Keine Forschung. Sag mir nur, wo ich hinschicken soll. Ich komme sogar persönlich. Ich gebe es ab. Ich kaufe Kamelurin. Kein Problem. Ich habe einen Freund verloren einmal an Krebs und es gibt keine Bestätigung. Ja. So, kurz mal auf das jetzige Thema.
Hier unten stand, hier unten hat jemand geschrieben, der Host ist so peinlich, Punkt, krank, Punkt. Ich glaube, dass du das sogar ernst meinst, Flexer. Also ich würde es auch ernst meinen. Also wenn ich jetzt Krebs hätte, ich würde es probieren. Aber nicht dran glauben. Also man kann jetzt argumentieren, WHO und so weiter, aber die sind bestimmt auch nicht zum Beispiel christlich oder so. Die sind einfach komplett autonom und ich glaube, die meisten Quellen, ich glaube, da wurden schon einige Studien gemacht und vielleicht nochmal, wenn man zurückgeht auf den du gerade gekickt hast, der ist ja direkt eingestiegen mit einer Frage und zwar, wieso wir hetzen, aber ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der irgendwie schlecht geredet hat oder gehetzt hat und das ist halt genau dieser Mindset. Das heißt, ich glaube, wenn man dieses Buch gelesen hat, schon in kleinem Alter, dann hat es, also es hat Vor- und Nachteile, dieses Mindset. Also es ist so verstärkt, dass es keine Risse erlaubt, sich Gegenfragen zu stellen. Also die sind bombensicher. Das heißt, selbst wenn du eine gesunde Frage mit deinem Menschenverstand stellst, wird es direkt dargestellt, als würdest du als Hetze. Ihn beleidigen. Genau, ja. Genau. Die nehmen das, also ich habe es jetzt oft mitbekommen, die nehmen das dann echt als Beleidigung auf. Ja, egal redet. Was du sagst, das auch heißt, wenn du zitierst, ist es eine das Hetze. Das heißt, wenn du das jetzt mathematisch umdrehst, dann ist es ja eigentlich nur, also wenn dein gesunder Menschenverstand eine Frage stellt, dann ist es schlimm, dann ist es das ist schlimm, das ist Beleidigung, das ist dagegen muss man kämpfen. Wobei ich denke, dass wir alle, also Christen, uns selber. Jetzt. Immer. Oder guck mal, weil guck mal, es wird ja oft ja gegen Muslime gehetzt, ja, Muslime dürfen überall Menschen töten, oh, dies, das erwähnt ihr auch immer. Ja, und da merkt man wirklich, dass ihr immer irgendwelche Verse nimmt, ne, was für euch so böse klingt. Und das einfach dann so auf die Leuten das erzählt und interpretiert, damit die Leute einfach was so schlecht über es dann denken, ne? Guck mal, wenn die Sure, einfach nur Sure 60 Vers 8 und 9 aufsteht, da steht sogar ganz deutlich, sagt Allah, Gott verbietet euch nicht gegen diejenigen, die euch des Glaubens wegen nicht bekämpft und euch aus euren Häusern nicht vertrieben haben, gütig, um recht zu sein. Gott liebt die Gerechten. Er verbietet euch nur, euch mit denjenigen zu verbünden, die euch des Glaubens wegen bekämpft, euch aus euren Häusern vertrieben und anderen bei euren Vertreibungen Beistand geleistet haben. Das sind die Ungerechten. Und das ist das gemeint. Ihr nehmt einfach irgendwelchen Vers, diesen Vers kennt ihr nicht mal, dass sowas sogar in der Koran steht. Ne? Bei euch heißt es nur, wenn ein Vers da steht, bekämpft sie, tötet sie, wo sie sieht, dann denkt ihr... Wie viele Tötungsbefehle gibt es denn im Islam? Wie gesagt, das hat immer damit... Wie viele Tötungsbefehle gibt es im Islam? Weiß ich nicht, aber das hat damit zu tun, da muss irgendwas passiert sein, damit die das wie nennt man das denn, der Befehl kommt. Ne? Das ist nicht so, dass der einfach... Guck mal, sonst würden doch alle Muslime doch einfach rausgehen und die Menschen die ganze hier umbringen. Schalt doch mal bitte deinen Kopf rein, bitte. Bitte, ich flehe dich an. Weil wenn es ja wirklich erlaubt ist, mal einmal zu den Kollegen wieder gehen. Ja? Wenn es wirklich erlaubt wäre, ne, dann würde jeder das hier ausüben. Weil wir folgen doch unserer Religion, wir sind sogar stolz auf unsere Religion. Dann würden wir das doch alle dann hier ausüben, wenn es ja wirklich so ist. Aber ihr nehmt irgendwelche... Ja, das ist wieder Pharisäer. Ich wollte direkt auf dich eingehen, mein Lieber. Einen Moment, ich drehe kurz um. Ganz kurz, Danilo, bevor du weiterredest. Guck mal, die kommen und schreiben, Iman, du hast Hack gesprochen. Bruderherz, die kommen hier in meinen Stream. Du bist Ghanese, du bist schwarz. Weißt du, was die schreiben? Die schreiben das N-Wort, die schreiben das Bimbo-Wort und die bezeichnen uns sogar noch als Affen, Mr. Bruderherz. Ich sag dir ganz ehrlich, Mann, du bist schwarz, du hast da drinnen nichts zu suchen. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Glaub mir, wenn du wüsstest, wie die uns beleidigen hier drinnen, diese Pharisäer, dann würdest du verstehen, worauf ich hinaus möchte. Bevor du dann aber okay. Was Allah den
Israeliten versprochen hat. Lies mal vor, schnell, Flexer. Ja, und als Musa sein Volk sagte, oh mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Könige machte und euch gab, was er niemanden anderen der Weltbewohner gegeben hat. Oh mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Ja, und das ist damit ganz klar, wen gemeint? Israel. Also Israel people. Genau, und kein Gott würde auch Tötungsbefehl, also hier, wenn jemand seine Religion, ne, wechseln will, liest ihr ganz klar, was steht dir, was macht man mit dieser Person? Ja. Also das ja, kann nicht das vom sind Gott deine kommen. Quellen, Bruderherz. Jo, du bist dunkelhäutig, das sind deine Quellen, Bruder. Also ich danke dir, dass du nochmal mir bestätigst, Daniel, dass ihr Heuchler seid. Sorry, aber das ist okay, wirklich... Okay, don't waste my time. You're coming with popcorn thing. I don't want to listen to any story. I don't want stories. I need evidence. I don't want to hear any stories. I need evidence. Without evidence, get out of the channel. We have no time to speak out with people that brings no evidence. Sorry. Bruder, ich habe letztes Mal euch einen Hadith genannt, oder dass der Prophet so gesagt hat, ein Nicht-Araber ist ein Araber ist nicht besser als nicht, ein Nicht-Araber. Und ein Weißer ist nicht besser als nicht-Weiß, also kein Schwarzer. Bruder, guck mal, da merkt man noch, diese Religion, ne, will nur Frieden. Ne? So. Dass man sagt, ja, natürlich gibt es Muslime, du sagst, oh, viele sind, es gibt Muslime, die rassistisch sind, aber das hat nicht mit der Religion zu tun. Das oder die beleidigen dich mit dem B-Wort ja, und das N-Wort. Das sind die Menschen. Die schwören die ja Menschen. Jedes Mal auch über Allah und keine Ahnung und nehmen ja, den aber, in jeden Satz in den Mund. Das hat okay, sehr viel ich, was ich, mit ich, der ich, Religion ich, ich, zu tun, ich, ich, weil ich eine Frage. So indoktriniert wurde. Ich habe eine Frage. Wenn jetzt in Christentum beispielsweise, gibt es so Christen, die sagen, Schwarze dürfen auch nicht in manche Kirchen reingehen. Heißt das ist was ganz Christen, anderes, weil wir sind in der Liebe mit Gott. Die Leute, die sowas tun, keine Ahnung, von Dresden und Sünder. Guck mal, ich frage dich doch gerade. Wenn dir ein Christ sagt, ey, ihr Schwarzen dürft nicht in die Kirche hier bei uns rein, heißt das, dass alle Kirchen, alle Christen so sind? Ich habe eine Frage. Heißt das, euer Christentum das? Ich habe eine Frage an den Imam. Wieso? Weil, also wie ich jetzt mitbekommen habe, die arabischen Länder sind ja heilig für Moslems. Aber wieso schießen die Grenzpolizisten massenhaft auf afrikanische Flüchtlinge? Also nicht zum Beispiel wie Deutschland, die nehmen sie auf und geben denen zu essen. Aber wieso schießen die Araber auf die? Das wüsste ich jetzt okay, gerne. Jetzt sage ich dir was. Jetzt sage ich dir, was viele nicht verstehen. Guck mal, es gibt kein Land zurzeit, kein Land, die wirklich, wirklich, wirklich nach dem Gesetz Scharia, wie das sein sollte, aufnehmen. Gibt es natürlich. Das Land ist doch heilig für euch. Was? Mekka. Mekka, ne? Genau. Mekka und Medina. Genau. Aber Mekka und Medina. Mekka und Medina. Nicht das Land Saudi-Arabien, sondern Mekka und Medina. Das wird genannt. Nicht das Land. Nee, doch. Nee, bei uns wird über Mekka und Medina gesprochen. Der Professor du weißt aber schon, dass Mekka und Medina früher die Handelshauptstadt der Juden war, ne? Und dann war Mohammed zu seinen Lebzeiten, war er ja Prediger erstmal, daher auch die Liebensachen. Und dann wollten die Juden ihn ja gar nicht annehmen. Und dann, musst du auch wissen, hat er sich von einem Prediger zu einem Kriegsherren verwandelt, ne? Und hat über 80 Kriege geführt, und zwar genau gegen die Juden, mein Lieber. Und da sieht man auch dann den Hass gegen die Juden und die Christen, die dann im Koran vorkommen. Und wir sind Kuffar für euch, wir sind die schlechtesten Geschöpfe, das braucht ihr auch nicht leugnen oder sonst was. Und der Islam wird immer nach ganz oben, wir sind die Besten und ihr seid ganz unten, also das brauchen wir auch nicht leugnen. Aber ihr seid hier in Deutschland und hier sind deutsche Rechte. Und daran musst du dich passen, Iman. Leider. Natürlich, hast du recht, ja. Guck mal, natürlich, hey, das mache ich doch. Das machen wir doch auch. Guck mal, es gibt natürlich Radikale. Na, es gibt natürlich jede Religion gibt es radikale Menschen, die das. Aber jeder weiß, jeder Muslim weiß, dass sie. Leute, ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Ich tue jetzt erstmal was essen, weil ich habe mega Hunger.
Ich gehe dann jetzt erstmal mit einem Kollegen raus und dann, wie gesagt, später komme ich dann nochmal, wenn das okay ist. Okay, mach das, Bruder, ja. Ich wollte auch erstmal. Guten was essen. Appetit, Flex. Guten Appetit, danke. Und ciao. Shalom und ciao. Iman, ich hatte eigentlich eine Frage